Hi Leute, ich drehe mal den Kontrollmonitor ein bisschen. Na Chat, was geht ab? Das geht doch. Hi Chat. Ja, für dich? Ja. Oh, ich sehe nichts. So. So. So, Party Peoples. Wir machen heute was Neues. Und zwar, wir haben zu viel Headspace. Und zwar spielen wir heute Minecraft Ultra Hardcore, denn Leon und ich werden sehr wahrscheinlich, wenn die Termine es zulassen mit der LAN, bei Suro 2 mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Alter, ist meine Brille schmutzig. Geil, ich bin dran. Und deswegen werden wir jetzt trainieren und wir spielen zu zweit auf einer Map auf dem Schwierigkeitsgrad, der auch bei Suro ist, also Ultra Hardcore. Das heißt, nicht nur normales Hardcore, dass man stirbt, also man stirbt, ist man komplett raus, sondern man kann Leben nur regenerieren, wenn man bestimmte Items benutzt, also goldene Äpfel oder irgendwelche Healing Potions. Ich habe persönlich noch nie eine Healing Potion gebraut, Leon, das könnten wir auch mal lernen. Ich auch nicht. Aber ich weiß, man braucht irgendwie ganz viele verschiedene Materialien aus der Hölle und so weiter. Ja, aus dem Nether. Genau. Aber auf dem Server von Unge, da gab es auch so eine Suppe, so eine Pilzsuppe mit Kräutern, die hat auch geheilt. Ich weiß nicht, ob das in Vanilla Minecraft auch drin ist. Müssen wir mal rausfinden. So. Ach geil, ich sehe wieder was. Hi Chat. So. Matteo. So, Bock. Ich starte jetzt erstmal. Welche Version spielen wir denn? Auf den neuesten? Ja. Meine Tastatur ist nicht eingesteckt. Warum hast du die Tastatur nicht eingesteckt? Leon, weil du die ausgesteckt hast und dann nicht mehr angeschlossen hast. Das geht so nicht. Dieses Schwein, ey. Ja. Das ist unglaublich. So. Meine Kraft. Und du steckst der Tastatur auch nie ab. Ja. Ich muss dir auch immer abstecken, wenn ich das spielen muss. Will? Erstmal, dieser Platz, da wird nichts abgesteckt, genauso wenig wie da und genauso wenig wie da. Niklas steckt sein ganzes Zeug immer ab. Das steht jedes Mal da hinten. Warum das denn? Damit Leute einfach ihr G anschließen können und wieder weg. Echt jetzt? Ja. Und ich sehe die Tastatur immer da stehen, wenn ich streame. Hä, das ist meine dann. Ach, du lässt sie einfach hier dran. Ja, aha. Weil ich die am nächsten Tag abbauen kann, weil Niklas da ja nicht ist. Genau, wie bei mir. Mein Platz wird am nächsten Tag von niemandem benutzt. Ja, aber bei dir baut das keiner wieder auf. Ja, aber das... Weil du dein Zeug hier auch nicht wegräumst, sondern es einfach da stehen lässt. Aha, also das heißt, man... Also bist du schuld, genau. Nee. Doch. Du machst was weg, aber machst es nicht wieder hin. Ich lass meins aber da stehen, weil der Platz ja nicht benutzt wird. Doch, der wird jeden Mittwoch benutzt. Von wem? Von mir, weil Niklas und ich da spielen. Ah, ja. So wie heute dieser Platz hier benutzt wird. Mhm. Weil, warum? Weil wir beide spielen. Na gut. Dieses Schwein. So. Wir spielen die neueste Version, oder was? Genau. Okay, also dann spielen wir die neueste Version. Halt auf die Schnauze, Leon. Kann er gar nicht, viel zu stark. Das stimmt. Ich bin mega stark. Ich werde so krass stark gerade. Das ist richtig unheimlich. Also ich bin jetzt fast in der Lage, Leute zu töten. Echt? Ja. Krass. Wollen wir das mal testen? Dass ich jemanden töte? Ja. Nee. Schade. Was wollte ich gerade sagen? Gino und du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Gino und du waren ja Klotz und Kante. Ja. Du warst ja der Klotz, weil du klotzig bist. Ja. Und Gino die Kante, weil er kantig ist. Ja. Sind wir dann Klotz und klotzig? Ja, du bist ja nicht klotzig, Leon. Na richtig, ich bin klotziger als du. Nee. Doch, ich bin mehr klotzig als du. Nein. Doch. Jo, ich bin super klotzig. Na, Chat, warte mal, wir müssen erst mal rausfinden, was Klotz und Klotziger könnten wir. Klotz und Klotziger. Klops und Mopsig, okay. Klotz und Lauch. Klotz und Klotz. Klotz und Kumpel. Red Panda sind die schlankeren Waschbären. Klotz und Kumpel. Klotz und Klotziger finde ich ganz witzig. Klotz und Klotzig. Dick und doof. Ja, wer ist dann was? Wenn dann alle drei zusammen streamen, sind sie KKK. Ja, das ist doch gut. Ja, nee. So, Klotz und Klötzer. Klotzig, gleich umförmig wie ein Klotz. Eine grobe, kantige Form habend. Ja, über den Namen können wir uns ja Gedanken machen, während wir zocken. Wie starte ich jetzt? Weiß ich nicht. Musst du. Ja, wie ging... Oh, mein Suche ist ja wieder da. Nicht auf meinen Rechner entwickelt. Man sieht ja eh keine IP. Wie habt ihr das lokal gemacht? Irgendwie macht man das lokal... Ah, ich glaube, es geht folgendermaßen. Ich mache eine Singleplayer-Welt auf. Okay. So, ich mache mal hier Klotz und Klotziger. Bei uns ist aber Klotz, also bei uns in Hessen,
war Klotz der Slang-Fachbegriff für jemanden, der voll die krassen Muskeln hat. Echt? Ja, wenn man gesagt hat, Alter, das ist voll der Klotz, dann war der halt voll das Tier. Deswegen, nie gehört. Deswegen hießen wir. Nicht, du kommst auch aus Hessen. Ja, hab ich noch nie gehört. Chat, kennt ihr das nicht? Mm-mm. Wer kennt denn das? Schrank heißt das. Ja, Schrank, ja. Schrank gab's auch. Zwei. Oh, niemand kennt das. Was, echt nicht? Oh, doch ein paar. Doch ein paar schon, siehst du? Das ist voll das Klotz, Mann. Schrank, das war, Koffer. Ja, genau, Schrank, Koffer. Ja, ja, das auch. Aber Klotz war bei uns. War bei uns immer voll das Tier. Sag mal, also. Muskel-Uwe. Create New World. Ja. World Name. Das habe ich jetzt schon reingeschrieben. Ich nenne es einfach KK. Game Mode Hardcore. Hardcore. Und wir müssen dann für Ultra Hardcore müssen wir in den Settings das umstellen. Also in World Options oder wie? Nee. Und zwar, google das mal bitte kurz auf deinem Rechner. Mhm. Und zwar google mal Ultra Hardcore Mode Wiki Minecraft. Und da muss man Ultra nämlich. Ultra Hardcore Mode Minecraft. Tutorials/Ultra Hardcore Survival. Ultra Hardcore, Official Minecraft Wiki. Genau. Okay. So, und da muss man dann einfach so eine Command Line eingeben. Ultra Hardcore ist a custom game mode, similar to Hardcore. Okay. Okay, man muss einfach die Game Rule verändern. Genau. Ah, Natural Regeneration of False einfach. Mehr ist es nicht. Genau. Und, aber das Problem ist, ich muss ja hier die Commands eingeben können, ne? Mhm, das kann ich, ja. Kann ich aber hier nicht auswählen. Achso, weil es Hardcore ist, ne? Könnte sein. Da müssen wir selber einstellen. Dass aber das können wir doch bestimmt auch mit der Command-Line auf Hardcore stellen, in-game dann, oder? Stimmt. Also dann gehe ich mal zurück. Create new, ne. Okay, kann man Hardcore auch per Befehl machen? Flash Game Mode, ne. Allow Cheats on, okay. Okay, Chat, wir können einen World Seed auswählen, wie die Welt generiert wird. Sag uns mal, mach mal ein paar Vorschläge. Hat mir nicht mal für Bing ein Seed? Für Bing? Ja, aber da war ja so komisch. 69, was mit Riesenpenis? Oh, Riesenpenis finde ich gut. R. Ne, RSN, Riesen. Okay, Penis. Man kann nicht den Hardcore-Mode triggern, wenn er nicht so gestartet wurde. Hä, wie spielt man denn Ultra-Hardcore dann? Weiß ich nicht. Mit einem normalen Multiplayer-Server, glaube ich. Ja, dann machen wir es einfach so, Leon. Guck mal, wir spielen einfach auf Hard, das ist ja genau dasselbe. Und wir machen dann Ultra-Hardcore rein mit den Dings, dass man nicht regenerieren kann. Mhm. Und wenn man stirbt, kriegt man aber eine Strafe, statt dass die Welt kaputt ist. Okay, Deal. Echt? Ja. Okay, Chat, also, wir spielen auf Hard mit Ultra-Hardcore, aber wenn einer von uns beiden stirbt, dann ist die Welt nicht verbrannt, sondern die Person, die stirbt, bekommt eine Strafe. Zum Beispiel, sie wird getötet von Matteo im Real Life. Richtig, also ich wirke dann jemanden oder so. Aber, warte mal ganz kurz. Strafe ist eine neue Welt. Ist ja alles richtig eingestellt. Bonus Chest off, World Type Default, General Structures on, Allow Cheats on, ja. Seed ist Riesenpenis. Ja. Dann. So. Ja, jetzt kannst du es noch einstellen. Nein, wenn ich das jetzt ändere, dann kann ich das wieder nicht zurückmachen. So. Wir nennen das. Spiele mit Schmerz. Genau, wir machen jetzt quasi Spiele mit Schmerz Minecraft. Genau. So, das stimmt. Warum kann man denn. Warum geht das denn nicht? Hast du ja grad, ich kann es ja mal, guck mal, ich klicke jetzt mal auf Hardcore, ne? Ja. Jetzt drücke ich auf More World Option, das ist weg. Ja. Das geht einfach nicht. So, okay, dann. So, Create New World. Okay. So, ja, kein Stress. Ich muss das erstmal dann lokal öffnen, dann kannst du joinen. Okay, aber ich kann theoretisch auf deinen Rechner schon schalten, oder? Ja. Sehr gut, dann machen wir das. Warte mal, ich brauche aber auch einen Kopfhörer. Machen wir hier E-Sport. Ja, natürlich. Das wird Hardcore, Leon. Drück mal Pause bei mir, damit die Welt nicht weiterläuft, sonst verhungere ich ja schon. Und kannst du den Game Mode auf Hard stellen? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen, Mann. Dann mach eins nach dem anderen, das geht auch. Okay. So, erstmal habe ich unseren Namen eingeblendet. Das ist mal wichtig. So, den Rest kannst du machen. Okay, also. Open to LAN dann, ne? Ah, genau. Erstmal Open to LAN, ich hole dich erstmal rein. So. So. Loud Sheets on. Start LAN World. So. LAN World, Mental Boah, sieht man den Port. Scheiße, Chat. Ihr könnt joinen, falls ihr im selben Netzwerk seid. Hallo. Schon drin? Krass. Ich bin drin. Das geht ja voll schnell. Ich brauche Kopfhörer. Ja. Aber ich höre mich selber auf den Kopfhörern dann. Egal. Echt? Ja, aber ich habe das Mikro 3. Weil ich dachte, wir brauchen keine. Naja, du kannst auch bei dir normal Boxen anmachen. Und ich höre Kopfhörer. So funktioniert das nicht, weil wir dein Bild haben. Okay, stimmt.
So, Matteo. Ah, hier, guck mal. To play on Ultra Hardcore, you must first create a Hardcore World. Once the world has finished generating, open the Pause Menu, click the Open LAN Option. Ah, und da kannst du Cheats allowen. And turn on the Allow Cheats Option. Ah. Okay, dann machen wir nochmal neu. Also, warte mal, dann ist es aber wirklich so, dass, wenn einer stirbt, die Welt RIP. Ja. Und dann gibt es eine Strafe. Ja. Okay, Hardcore, ey. Ist ja richtig Hardcore. Vielen Dank an Gojira. Geil, Mann. Danke. Für den Tipp. Erster Eintrag, aber so, okay. So, also Singleplayer. Ich mach mal hier Klotz und Kante, delete ich. Mhm. Suro, try. Also, das war irgendwas probieren oder so. Keine Ahnung. Da hast du geübt, glaube ich. Ja, stimmt. So. Also, create new world. Wir Hardcore. Gehen auf Hardcore. Wir nennen die K und. Wenn man stirbt, eine Handvoll Grillen essen. Minimum 5. Hä, das ist ja easy. Es ist ja auch einfach so. Obwohl, nee, die großen Grillen. Nee. Das mache ich nicht. Nee, doch, warum ich, nicht? Nee, doch. Alter, ich will hier nicht live von Stream kotzen. Chat, das ist Essen, Leon. Das wird gegessen. Hä? Das wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Nur die Grillenköpfe. Boah, das ist ja ekelhaft. Ihr seid ja ekelhaft. So, Hardcore, More World Options. Seed nehmen wir. Also, sind hier was Humanes nehmen, wie ein Döner oder sowas. Also, wer verliert, muss einen Döner essen. Was nicht menschenrechtsverletzend ist, wie so Grillen essen. Hey, Grillen essen ist überhaupt nicht menschenrechtsverletzend. So, World Type Default Structures on. Ja, okay, dann. Und dann Create New World. Noch. Muss man auch erstmal aufmachen dann. Mhm. So. Sobald die World created ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so die Cam ein bisschen krass im Bildschirm drin hängt, oder? Das stört doch so ein bisschen. Kann man sie auch nach oben machen. So zum Beispiel. Ich hoffe, Matteo verliert. Never. Heute übrigens geht mein No-Death-Run in Dark Souls weiter. Ich sag's euch, heute sterbe ich nicht. So geht das. So, okay, dann Open to LAN erstmal. Game Mode machen wir. Okay, wo geht denn hier Dings? Hardcore. Achso, du machst Cheats on ist wichtig. Survival ist richtig. Ja, so ist gut. Okay. Start LAN World. Ist ja schon Hardcore. Ja. Start LAN World. Okay, so, dann machen wir jetzt zu. Hä? So. So, und jetzt musst du die Dings da eingeben, die Zeile. Was heißt hier, der geht weiter, der fängt heute neu an. Wie gebe ich den Cheats ein? Ja, stimmt. So, der fängt heute neu an. Du gibst Slash ein, Matteo, Slash. Hier, Slash. Ja. Also erstmal überhaupt Dings, dann Slash. So, dann gibt es einen Game Rule. Game Rule. Ja, oh, mit Tab kannst du es, glaube ich, vervollständigen. Genau. Leerzeichen, Natural. Na. Da ist es schon, Tab. Und dann False. False, so, ja? Ja. Okay. Okay, das heißt, okay, jetzt beginnt's, Leute. Also. Okay, Matteo. Ab jetzt. Geht los. Spielen wir Minecraft Hardcore. Wir sind aber in einem Team. Wir versuchen uns zu helfen. Wenn man stirbt und der andere ist dran schuld, dann bekommt der andere die Strafe. Das heißt, irgendwie, wenn man irgendwo runterfällt oder wenn man Creeper an einen ranlockt oder so ein Shit, ne? Das heißt, also, der Chat ist dann Judge. Hast du gesagt, wenn man runterfällt? Ja, wenn du mich runterschubst, ein Dings oder so. Weißt du, was ich meine? Was, wenn es aus Versehen ist? Ja, trotzdem. Okay. Muss man halt aufpassen. Gut. Okay, Matteo. Bist du bereit? Was ist die Strafe? Stopp, wir müssen die Strafe erstmal. Okay. Okay, was ist die Strafe? Ich mach mal Pause. Ist nicht Pause. Ist nicht Pause. Scheiße. Nicht bewegen einfach, nicht bewegen. Bau Holz ab. Was ist die Strafe, Matteo? Okay, Chat, was ist die Strafe? Ja, warum macht das so schlieren, wenn ich mich links und rechts bewege? Guck mal bei mir. Ah, das ist. Musst du irgendwas umstellen? Geh mal. Jetzt geht's. Hey, geht's? Nee, nicht. Nee, es geht nicht. Bei mir war das so, ich muss in den. V-Sync? Borderless Windowed Modus gehen und dann mit Borderless Gaming auf Vollbild stretchen. Das hat es gefixt bei mir. Also, du gehst. Ich mach V-Sync an. Ist es nicht, es ändert nichts. Das ist voll, ja. Was ist denn das? Eine Woche nicht sein Main Game spielen. Was ist denn mein Main Game? Chat, was ist aktuell mein Main Game? Ich hab keins, oder? Strafe Sekiro zu Ende spielen. Oh. Heuschrecken genüsslich auslutschen. RimWorld? RimWorld ist doch nicht mein Main Game. Ich spiele ja seltener RimWorld, als ich alles andere spiele. GTA-RP? Oh, das geht. Spiele ich auch nicht mehr. Cooking Simulator? Spiele ich nur einmal die Woche.
Also gefühlt ist Cooking Simulator gerade mal Main-Game. Hast du kein Main-Game. Ich habe kein Main-Game, deswegen. Das meinte ich ja, das wollt ihr damit beweisen. Once you have completed the steps, save and exit to the title screen before returning to the game. Oh. Oh, echt? Okay, dann Singleplayer. Singleplayer. Das hier triggert mich, dieses Hardcore-Mode. Also Model. Mode. Nee, keine Brille an. Nee. Hast du Kontaktlinsen eigentlich? Nee. Oh. Sowas benutze ich da nicht. Okay, müsste Open to LAN sein noch, guck mal. Nee, muss nochmal neu machen, glaube ich. Ach echt, jedes Mal? Ja. Cheats an. Wobei, ja, doch mal an. Ja, aber. Okay. Ich bin dran. Ich bin drin, Matteo. Nice. Okay, also erstmal ganz kurz, wir brauchen eine Strafe. Komm, mal lass die Heuschrecken machen, Mann. Heuschrecken? Oh, ja, Alter. Doch, Leon. Fünf Heuschrecken. Fünf Heuschrecken. Müssen, drei. Müssen, nein, fünf. Drei. Fünf. Zwei. Chat, wie viele? Die sagen jetzt 10. Ja, aber dann müssen wir uns auf 5 einigen. 7, 6. Wir nehmen den Median ein. Nein, tun nicht. Doch. Wir nehmen auf keinen Fall Median, wenn da eine 200 steht. Median ist 7 bisher. Oh Gott, Alter. Also die großen Heuschrecken sind Jens, schon... Jens, ich sehe das genau. Was hat er geschrieben? 3000. Lol. Ja, nee. Komm, lass uns den Median nehmen, Matteo. Ja, 7. Okay, dann machen wir es so. Aber bei 7 Heuschrecken muss man nicht alle auf einmal essen, sondern einfach 7 Stück. Ja? Alter Schwede. Und man darf die Flügel abmachen und den Kopf. Flügel, ja. Und hat die Beine nicht auch abgemacht oder sowas? Nee, die müssen dranbleiben. Okay, Alter Schwede, also. Ich hasse dich und ich hasse den Chat. Ja, sorry, du wolltest es aber so. Nein! Warte mal, also, wir spielen das ja hier teilweise als Vorbereitung, aber ich würde auch daraus gerne so normalen Format machen, ja. Dass wir einfach zocken, weißt du? Das heißt, wir lernen halt, wie man in Minecraft ultra hardcore überlebt und unser Ziel, ich glaube, wenn wir den Enderdrachen besiegen, ist durchgespielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, genau, also das heißt, wenn wir den Enderdrachen durchgespielt haben, dann ist die Challenge hier vorbei. Wenn wir vorher sterben, ist die Challenge auch so vorbei. So, also machen wir erstmal Holz. Ja, wo ist mein Schwert auf der linken Seite? Das ist ja super irritierend. Das hat Niklas, glaube ich, mal so eingestellt oder so. Was ist mit Niklas los? Der ist Linkshänder. Alter, das ist laut. Puh. So, also, hast du Sound? Ja. Bei dir? Okay. Hast du keinen Sound bei dir? Doch. Aber ich habe keine Musik zum Beispiel. Sondern Musik eigentlich. Habe ich ausgestellt bei mir. Ich auch. Ja, dann hast du keine Musik. Warum habe ich ein Holzschwert gebaut? Das ist ja richtig dumm. Ja, warum? Naja, weil man ja sofort Dings hat. Unsere Strategie in Suro, ich würde gerne, wenn ich mit dir spiele, aggressiver spielen, weil du bist ja PvP erfahren. Und ich würde gerne am Anfang direkt Player hunten gehen, dass wir uns einfach Schwerter machen aus Stein. Sobald wir Steinschwerter haben, rennen wir einfach los und versuchen, jemanden zu hunten. Mhm. Klingt gut. Weil erste Staffel war mir zu ruhig. Und auch wenn wir sterben, ist ja egal. Mal hinten ist. Wo machen unsere Base eigentlich? Irgendwo Stein ist, oder? Hier ist Wasser. Hier wäre geil zum Dings anbauen, Leon. Hier wäre geil, um Feld anzubauen. Das mache ich mal, okay? Ich kümmere mich hier um Getreide. Lauter. Ist kein Ingame-Sound. Oh, warte mal. Ist das da vielleicht nicht angestellt? Bei wem sieht man das denn gerade? Bei mir? Oh, guck mal, mein Rechner ist auch gar nicht an. Wo ist denn da was? Jetzt was? Ah, jetzt hört ihr was. Nice. Chat, willst du was sagen? Haben sie ja. Ja, aber zu spät. Ich hab immer noch keinen Bock auf diese scheiß Grillen, ne? Ich höre einen fucking Zombie. Ja, dann darfst du einfach nicht sterben, Leon. Ist easy. Okay. Ist auch immer so, Minecraft ist so ein Spiel, man denkt so, hä? Ist doch eigentlich voll easy, woran soll ich schon sterben? Ey, überhaupt nicht. Und dann, ja, und dann stirbt man aber mit irgendeinem dummen Scheiß. Ja gut, also ich werde ja eh nicht sterben, sondern du. Also bist ja, erzähl mal so ein bisschen, was so deine Minecraft-Erfahrung. Ich muss mal ganz kurz erstmal die Hand auf rechts. Ah nee, warte mal. Wir züchten Tiere. Wie kann man die Hand wieder auf rechts machen? Das irritiert mich komplett. Weiß ich nicht. Chat, wisst ihr, wie das geht? So, erstmal, was wir machen, ist, wir fangen diese Kuh. CL-Writed 1. Falsches Spiel, Chat. Jetzt bin ich ja reingefallen. Boah, ich bin so ein Power-Noob. Mit F? Nee, was? Doch, F. F macht nichts, Chat. Nee, F ist ja nur ein Schild in... Alter, ist dein Ernst? Hä? Was denn? Ich mach hier eine Grube für die scheiß Kuh und du schlägst sie tot?
Alter! Lass die andere Kuh in Ruhe jetzt! Sorry, ich hab nicht zugehört. Alter, Mann! Das wäre unser. Hör auf, die Kuh zu schlagen! Welche Kuh? Ich schlag's ja, gerade. Du schlägst die andere Kuh. Jetzt haben wir können ja keine Kühe züchten, weil die zweite Kuh fehlt, Mann. Ja, wir können die eh nicht züchten gerade, wir haben noch kein Getreide. Ja, aber das baue ich doch gleich an. Wir brauchen aber Fleisch erstmal, Matteo. Och, Kühe spawnen jeden Tag neu. Echt? Ja. Okay, das töte ich jetzt, ja? Ja. So, was wir mittlerweile verändert haben, oder mit, was heißt mittlerweile, schon eine recht lange so, aber du siehst ja immer, wenn du einen Schlag machst, so eine Bart sich wieder auffüllen. Ja, aber das ist ein Dings, in Suro ist es ausgestellt. Echt? Okay. Ja, es gibt keinen Cooldown, du kannst also, spammen. Was wollte ich gerade sagen? Weil früher konnte man einfach spammen wie ein Wilder und wer halt mehr gespammt hat oder schnellere Schläge rausgehauen hat, der hat natürlich mehr Schaden gemacht. Ja. Dann kam dieses Update mit dem neuen Kampfsystem, hinten brennt der Wald. Finde ich eigentlich auch geiler, um ganz ehrlich zu sein, dass man nicht einfach spammt. Warum brennt der Wald? Wegen Lava wahrscheinlich. Genau, aber früher kommt man einfach Spam. Also an Suru geht das anscheinend auch, wie ich gerade erfahren habe. Ja. Ansonsten müsste man, was Kämpfen angeht, ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr darauf achten, halt nicht die ganze Zeit zu spammen, sondern immer wieder Schläge gezielt zu setzen, weil damit maximiert man seinen Schaden. Genau, und die richtigen Pros, die machen das ja eigentlich so, dass die mit einer Axt den First Hit machen und dann auf ihr Schwert wechseln, weil die Axt macht 9 Damage mit einem Hit und ein Schwert 5. Dafür ist die der Attack Speed beim Schwert doppelt so hoch. Das heißt, First Hit mit einem mit einer First Hit mit einer Axt und dann mit einem Schwert. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Field of View umstellen. Bei wem denn? Die sieht man. Warum soll ich mein Field of View umstellen? Was hast denn du das gerade? Also ich würde mindestens auf 90 hochgehen. Ich bin mindestens auf 90. Ich mindestens nicht auf 90. Options. Safe. Warte, dünner Wette, dass ich mindestens 90 hab. Hör auf, jetzt zu vergleichen. Nee, mach ich nicht. Siehst du, wie aus den Dönerwetten... Hast du nicht auf 90. 100, Alter. Ja. Döner gewonnen, Leute. Döner gewonnen. Ja, doch. Nein, ich habe gesagt, mach ich nicht. So machst du deine Dönerwetten nämlich auch immer mit mir. Nee, habe ich noch nicht einmal gemacht. Doch. Nee. Nicht? Nimm mir ein Beispiel. Irgendwann mal. Okay. Alter, der ganze Wald fackelt hinten ab. Ich glaube, auf Hardcore breitet sich Feuer auch anders aus als auf normal. Echt? Oder so. Ja. Oder ich hab Skelett bei mir hier unten irgendwo. Okay, Skelett wäre ein Problem, weil. Das sind richtige Endgegner. Weil wir haben noch keine Schilde. Ja. So, wollen wir mal irgendwie uns eine Location suchen, wo wir uns reingebuddeln? Weil das erste, was man eigentlich macht, nachdem man ein bisschen Essen geholt hat, runtergraben. Das stimmt. Erze holen. Also bei Suru ja. Aber guck mal, Leon, ich würde gerne hier, weil hier so eine geile Pfütze ist, würde ich hier gerne unsere Felder anlegen. Ja, aber Pfützen haben wir doch überall. Okay, aber wir können das hier machen. Das können wir machen. Ja, lass dann hier uns runtergraben einfach. Genau, und dann kannst du hier einfach ein Dings anlegen. Ja. Wollen wir nicht direkt ein Haus bauen oder willst du dich runtergraben? Willst du also ich fange hier mit einem Mineshaft an. Du kannst dich auch gerne um Haus kümmern. Ja, dann mache ich ein Haus und ich mache hier Plantage. Weil ich will das ja auch. Oh, es wird schon dunkel, Leon. Fuck. Ja, deswegen will ich mich eingraben. warte. Boah, ist mal eine Schaufel. Wie ist denn deine Reihenfolge von deinen... Also auf 1 habe ich immer mein Schwert. Wenn ich einen Bogen habe, kommt der auf die 2. Ach, krass. Aber ich habe noch keinen Bogen, deswegen ist 2 immer die Pickaxe, 3 die Axt und dann 4 meistens Essen oder sowas. Ja. So zumindest am Anfang. Und so richtige Pros, die haben auch immer einen Wassereimer im Inventar. Genau, weil du kannst den benutzen, um von Sachen runterzuspringen. Und bevor du auf den Boden aufkommst, das Wasser schnell platzieren, dann bekommst du keinen Fallschaden. Ja, genau. Meine Maus ist doch so komisch. Die Sense oder was meinst du? Ja, die Maus Sense. Cool. Ah, hier Maus-Settings. Okay, ich höre einen Zombie hier schon draußen laufen. Matteo, muss man aufpassen. Und ich gucke mich immer um. Ich brauche auch mal ein Steinschwert eigentlich. Okay, ich habe ein Steinschwert. Das Problem ist, sobald hier ein Skelett oder eine Spinne ist, ist halt schon risky, weil die sind schon... Skelette sind das Schlimmste. Spinnen sind auch kein Problem. Das einzige Problem sind eigentlich echt Skelette. Ja. Weil die haben die irgendwann mit einem Update so verändert, dass es einfach Aimbot-Dinger sind. Je näher du rankommst, auch desto schneller schießen die. Ja. Ach echt, das wusste ich gar nicht. Das ist mir auch neu. Das haben die irgendwann wieder geändert und irgendwann wieder reingepatcht. Was, Matteo sollte mehr auf Leon hören, sonst stirbt er. Ich sterbe da nicht, Leute. Also ich höre auf jeden Fall über mir gerade Zombies. Ich bin so 50 Blöcke von dir weg. Muss so ein bisschen aufpassen. So ein bisschen rechts da vorne irgendwo sollte jemand sein.
Ich baue hier erstmal. Wichtig ist auch, in Video Options die Brightness auf Bright zu stellen. Stimmt, damit man unter der Erde besser sehen kann, ne? Genau, und allgemein einfach ein bisschen helleres Bild hat. Ich glaube, ich habe das bei mir aber schon. Ich guck gleich mal. Mhm. Wir brauchen jeden kleinen Vorteil, den wir uns erarbeiten können. Genau. Deswegen haben wir uns noch Cheats. Optionen. Wo denn? Bei Video Settings und dann Brightness. Habe ich komplett genau. Bright. Okay. Da hinten ist ein Skelett übrigens. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bräuchte aber neue Steine. Du kannst mal zu meinem Beineingang kommen. Warte mal. Ich baue erstmal hier alles even. Mach mal hier eine Fackel hin, wo der ist. Und dann kannst du da reinkommen. Ich bin genau jetzt gerade aus von dir. Ich sehe dich, ja. Werf hier mal 6 Steine hin. Fuck, meine Dings ist kaputt. Steine liegen da. Ach, hast du? Geil. Hab ich hingelegt. Oh, was mache ich hier? Ich muss an die Werkbank. Boah, sind die Steps schon immer so laut? Ich weiß nicht. Ach, weil die Boxen so laut sind. Kannst du die Boxen kurz ausmachen? Leise oder aus? Aus, weil okay. Du hast ja deinen Sound, ich habe meinen Sound. Mhm. Geht das angenehmer so. So. Boah, ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen paranoid. Da oben sind auch 2 Skelette, da hinten. Ja, genau, die sind gerade genau über mir. So, ich grab mich runter. F3 ist erlaubt bei Suro, oder? Ja, F3 ist erlaubt. Gut. F3 ist immer wichtig, aber gibt natürlich auch die Koordinaten für alle Leute weg, die irgendwie einen Stream gucken oder sowas. Ja, das stimmt. Für Stream-Sniper, also wenn wir... Aber das haben wir letztes Mal... Also Daniel hat das auf jeden Fall... Was ist denn hier los? Ja, das kann man auch ganz gut... Man kann auch irgendwie ganz kurz dann vom Screen runtergehen, kurz auf F3 gucken. Und genau, so hat das Daniel gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir gestreamsniped werden. Nee, also nicht während des Spielens auf keinen Fall. Aber es gibt viele, die sich zumindest was im Varo immer so... VODs angucken. Genau, die VODs angucken, um rauszufinden, wo Leute sind ungefähr. Ja, das stimmt. Wenn sie da irgendwo eine Location haben, das ist, dann können sie das ganz gut runterbrechen. Ja, das stimmt. Aber es war echt, also was ich sagen muss, es war echt extrem smart von euch beiden, diese Half-Slips zu benutzen, damit man euch nicht bei... Ja, das müssen wir auch benutzen, auf jeden Fall. Also wenn wir in unserer Base... Also wir müssen ja auch eine Base bauen. Also auch wenn wir fighten werden, wir brauchen trotzdem eine Base. Genau. Und das die müssen jetzt viel wechseln. So, wir werden immer nur das Nötigste mitnehmen. Aber genau, wir sollten so nomadenmäßig unterwegs sein. Scheiße, warum geht das hier nicht hin? Geht das Wasser? Wie viele Felder geht das? 4, oder? Okay. 4 Felder, genau. Oh fuck, hier ist ein Zombie. Ich fighte mal. Ist es erlaubt, das Gamma hochzustellen? Ich glaube schon. Ja, es ist sogar erlaubt, Mods zu benutzen. Optifine zum Beispiel. Ja, und dann es gibt auch so Brightness-Mods, wo du dann komplett ohne Fackeln alles sehen kannst. Optifine hat auch die Möglichkeit zu zoomen. Genau, und das darf man auch benutzen. Also wir sollten uns für Suro Optifine holen, weil Zoom ist... Optifine ist eh ein sehr gutes Programm, was wir auf jeden Fall holen sollten. Ja. Weil damit kannst du dein FPS auch extrem boosten. Ja, nur es gab halt zu der Zeit, kam es gerade so raus, glaube ich, das Optifine, weil das die neueste Version war. Nein, weißt du, die updaten das ja immer. Und deswegen hatte ich das nicht. Aber das Zoomen ist halt so krass, weil wenn du Namen siehst, kannst du halt drauf zoomen. Du kannst halt so krass erstmal sehen, wer das ist. Ich habe Eisen gefunden schon mal. Okay, das ist nice. So, ich baue mal hier die Felder an. Ich verliere kein Essen. Ich auch noch nicht, aber das liegt vielleicht einfach daran, weil wir uns noch nicht so viel bewegt haben. Das kann sein, aber normal ist so eine halbe Keule sollte ich schon haben eigentlich. Ja, guck mal, aber es ist Hardcore auf jeden Fall. Du siehst ja... Ich habe ein Skelett hinter mir. Leon. Ja. Machen wir den Boden kaputt. Okay, der geht nicht kaputt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue mir jetzt eine Axt. Ne, ich hab genug Steine. Um jetzt eine Axt. So, und ganz wichtig sind auch XP. Das heißt, du willst immer Kohle abbauen, weil Kohle gibt dir XP, wenn du es abbaust. Und du willst möglichst schnell in die Hölle, weil in der Hölle gibt es Quarz. Und Quarz ist der krasseste XP-Boost, den du dir holen kannst. Das stimmt, aber bei Suro ist es ja anders. Du kannst nicht überall ein Nether-Portal bauen. Du kannst trotzdem in die Hölle. Hey, die Hölle ist auch Nether, ist ja der Nether. Ja, ja. Aber es gibt ja ein Portal, womit du in die Hölle kannst. Ja, aber das Portal gibt dir nur eins, ne? Genau. Und das ist ja geguardet. Das heißt. Ja, geguardet ist ein bisschen. Das war letztes Mal richtig krass umkämpft. Ja, umkämpft, aber du musst ja die guten Zeiten suchen. Also die krassen Leute werden halt schon möglichst schnell in Never gehen, weil sie da halt schnell die XP farmen können. Ja, genau, aber wir sind nicht die krassen Leute, was ich meine. Ja, aber wir können es ja trotzdem irgendwie vielleicht irgendwo ransneaken. Ja. Können wir probieren.
Nicht draufspringen, Matteo. Ich wollte es ja kaputt machen, deswegen bin ich hier gesprungen. Du solltest Versuche aber viel mehr PvP üben und nicht Felder bauen. Ja, das können wir aber jetzt hier nicht, weil PvP kann ich nur gegen Mobs üben. Nicht gegen Leon. Wisst ihr, was ich meine? Machst du, wenn du eigentlich PvP campst, machst du dann Critical Hits oder? Also springst du immer? Also du willst auf jeden Fall springen für die Crits. Ja. Und du willst immer so um den Gegner rumcirkeln. Also du willst immer so einen Kreis um ihn rumdrehen. Weil der muss ja mit der Maus hinterherziehen und irgendwann kommt er vielleicht am Ende vom Mauspad an und kann dir einen Hit weniger geben oder sowas. Ah, oh, ich hab schon. Nein, ich hab Damage bekommen! Oh, Matteo. Ich Vollidiot. Ich hab ganz vergessen, dass das ja Hardcore krass ist. Okay, ist schon mal RIP. Wichtig ist auch, immer wenn wir in der Oberfläche sind bei Suro, Blätter. Ja, Blätter, genau. Und es gibt ja diesen Komposter, der war aber neu, den kannte ich vorher gar nicht. Ja, den gibt's aber so allgemein in Minecraft. Ja, ja, genau. Und. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte ja eigentlich ursprünglich Holz abbauen. Boah, ich bräuchte hier so einen richtigen Gameplan, weißt du, dass ich dem einfach so strikt folge. Boah, Creeper. Alter, ich wäre schon fast gerippt, Leon. Alter, die Axt ist echt krass, die macht richtig krass Damage. Die Axt ist fett. Also okay. Mein Gameplan ist immer, erstmal ein paar Fleischfilets irgendwo von einer Kuh oder einem Schaf oder irgendwas bekommen und dann sofort runter meinen auf Ebene 12. Ich habe Hunger verloren, Hungerleiste. Oh, okay. Also ist alles richtig eingestellt. Also dann schnell runtergehen unter die Erde auf Ebene 12 und ab da einfach Strip minen. Mhm, damit also wir möglichst schnell Diamanten haben, weil Diamanten brauchst du für alles. Genau, und Suche gibt's leider keine, ne? Außer du killst Leute. Außer du killst Leute. Die ganze Zeit die Panik. Man hört man Creeper eigentlich? Man hört die halt laufen. Ansonsten hört man die nicht so wirklich. Okay. So, dann versuche ich mal die XP von denen hier noch zu holen. Creeper sterben bei Tag nicht, ne? Ne, die bleiben da. Ganz wie Spinnen. Ja, aber Spinnen sind ja nicht. Spinnen sind nicht aggressiv. Ja, mit der Axt Creeper zu killen ist ja voll gut, ey. Zwei Hits. Aber Leon, was für Suche auch geil wäre, wenn wir uns relativ früh eine Spinne clearen und dann. Angeln, meinst du? Angeln. Weil angeln, du kannst Verzauberung angeln, du kannst die essen. Kann man da auch gute Verzauberung angeln? Ja, klar, oder? Also ich habe halt meistens nur so irgendwie Bane of Acropolis oder irgendwie Wasserwalking oder sowas. Ich weiß nicht, also kann man da jede Verzauberung theoretisch kriegen? Also Bane of Acropolis kenne ich gar nicht. Das ist halt gegen Spinnen. Nee, das nennst du falsch, das heißt anders. Ja, irgendwie sowas. Soll ich mal gegen eine Spinne kämpfen? Nee, ne? Ist sie getriggert auf mich? Nee, oh. Nee, die ist neutral. Oh. Fuck. was? Und das kann man jeden Tag nur eine Stunde spielen? Ja, genau. Also wir spielen bei Suro, ist es jeden Tag eine Stunde. Dann wird der Server ausgemacht. Aber für alle, das finde ich halt gut. So, ich baue jetzt mal Felder an. Ich baue jetzt ein Haus. Beziehungsweise vielleicht wäre eine Höhle doch besser. Bin schon fast unten. Wie viel bist du gerade? 5. Du? Ich auch kurz vor 5. Ja, das ist halt, also wenn man Monster halt killt, dann levelt man auch relativ gut. Aber man verliert halt auch manchmal Papier, ne? Ja, das ist halt das Problem. Also eigentlich brauche ich als erstes mal ein Schild, bevor ich überhaupt anfange zu fighten, weißt du? Machen wir irgendwie mit Eisen, ne? Ja, mit einem Eisenblock. Block? Nein, ein Eisen-Ingot. Okay. Also, ein Barren. So. Okay. Also, die Felder pflanze ich mal weiter an, nehmen wir nochmal 15. Und wir können dann mit dem Komposter, könnten wir uns Äpfel, so eine Apfelfarm machen, weißt du? Mhm. Beziehungsweise erstmal können wir sowieso erstmal nur die Sachen abbauen, die. Sowieso. Oh, fuck, kann ich nicht draufspringen. Weil die Sachen abbauen, die hier so außen sind, also die normalen Bäume.
Und ich glaube, in Suro ist das so, dass alle Bäume dir einen Apfel geben können, theoretisch. Mhm. Willst du dir heute nochmal Duck Game anschauen, Matteo? Nicht geplant. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe hier schon Gold gefunden. Mit einer Monsterfarm in der sicheren Base verliert man kein Leben. Kann man easy mit der Erde Holz bauen. Ja, aber eine Monsterfarm ist für Suro völlig unpraktisch, weil man braucht ewig lange, um sowas zu bauen. Ewig lange nicht, weil man braucht halt Glück, einen Spawner zu finden. Und Spawner. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wenn man einen Spawner hat, okay, aber ich glaube, in Suro gibt es keine Spawner, weil die Map ist handgebaut. Mhm. Und wenn du eine normale Monsterfarm bauen willst, dann musst du ja diese, also musst du halt einfach dunkle Räume bauen. Und das braucht ewig Zeit. Also verlierst du so viel Zeit. Also ohne Spawner geht das halt nicht. Ja. Genau, und deswegen, da hast du so einen krassen Nachteil gegenüber allen anderen Teams, die in der Zeit einfach meinen und sowas. Also. Monster Farmer ist, wenn man richtig viel Zeit hat, kann man das machen. Warst du eigentlich Klotz oder Kante? Und was ist mit Leons Pseudonym? Ich war Klotz und Leon ist Klotziger. Ja. Fuck, hier ist eine Höhle. Okay. So. Baue jetzt mal hier weiter die Felder an. Ich möchte eigentlich fackeln. Ich grab mich jetzt mal hier in den Boden rein und baue hier unsere Base. Mhm. So. Aber wo? Weißt du was? Direkt einfach hier. Wenn man rauskommt, sieht man unsere Felder. So. Was machst du gerade? Du meinst einfach normal, oder was? Genau, ich meine und brenne gerade Eisen. Mir jetzt gleich Gold. Dann kann ich dir schon mal einen Golden Apple machen. Mhm. Schon mal nice. Und wir müssten rausfinden, Chat, wie ging denn nochmal die Suppe? Wie ging denn nochmal die Suppe in Suro? Und ist es ein normales Rezept in Minecraft oder war das nur in Suro? Das waren, glaube ich, Pilze. Also ein roter Pilz, ein brauner Pilz. Und dann irgendein Marigold oder sowas, oder? Aber das weiß, glaube ich, keiner mehr. Das haben wir selber auch nie benutzt. Das war, glaube ich, so ein... Oder so ein Maiglöckchen oder sowas. Milch? Nein, es war keine Milch. Milch ist Gift vor allem, Leute. Es gibt Pilzsuppe in Minecraft. Ja, ja, ich weiß. Aber da muss noch irgendein Kräuter rein, damit es eine Heilsuppe ist. Und eine Schüssel. Ja, ja, I know. Eine weiße Blume, ja genau, es war irgendeine weiße Blume. Aber ich weiß nicht, ob das auch in normalen Minecraft der Fall ist. Ich glaube, die Blume gibt's wirklich. Ja, die Blume gibt's wirklich, aber ist dieses Rezept auch im normalen Minecraft ein Heiltrank? Das will ich wissen. So, mal, ich baue das hier mal ab. Wie lange dauert das denn, ey? So. Ich baue mir eins tiefer. Marguerite wird hier geschrieben. Ja, Matteo, ist auch hier Heiltrank seit 1.14, also ganz neu. Ah, geil, danke. Das ist gut zu wissen. Das heißt, Leon, das sollten wir auch versuchen zu züchten. Also in Suro und auch hier. Das heißt, wir brauchen Pilze. Braune. Ich guck mal da, ob ich Pilze finde. Und sammle diese Blumen. Und kann man diese Blumen vermehren, Chat, irgendwie? Ich glaube nicht. Nicht mit Knochenmehl oder so, dass sie sich spreaden? Mhm. Also man kann prinzipiell mit Knochenmehl kann man Blumen pflanzen, aber ich glaube, da kommen nur rote und blaue bei raus. Und nicht diese Dinger. Okay, aber... Ich kann es echt nur finden. Ich bin schon Level 6. Nice. Schnell. Schon Level 7. Nice. So, das heißt... Bist du schon auf Apple Hand? Nee, ich baue erstmal hier unsere Höhle für die nächste Nacht, damit wir nicht... Warum kommst du nicht meine einfach rein?
Nee, weil ich hier eine richtige haben will. Also so eine für, dass wir dann rauskommen, direkt da den Chef haben. So, was ich hier oben baue, ist, ich baue erstmal hier oben eine Tür, weil ich habe keinen Bock, hier rauszukommen, dann fällt mir ein Creeper auf den Kopf. Ich baue das ganz crappy, aber ich will das haben. So, und jetzt brauche ich eine Tür. Und ich brauche Fackeln. So, machen wir es mal hier. So, hier eine Fackel hin. Hier eine Fackel. Da und da. Dann bauen wir direkt die Tür. Ich glaube, Türen baut man so, oder? Ja, jetzt habe ich 3 Stück. Boom. Okay, das ist Quatsch. So. Von innen nach außen baue ich, glaube ich, eine Druckplatte. Oh, wie geht die Tür zu? Lull. Bei der Druckplatte baut man doch, glaube ich, irgendwie so, oder? 2 Kieselungen. Ja, genau, habe ich schon. Nee, nee, 2. Ja, 2 Holz habe ich genommen. Die kann ich hier aber nicht setzen. Fuck. Das ist aber dumm. Warte. So. Brauche ich hier wieder Erde. Eine Rüstung aus Leder zu bauen ist Quatsch, oder? Ja. So, dann bauen wir jetzt hier die Tür hin. Ja. Okay, und hier eine Druckplatte. Das heißt, wenn man hier rausgeht, geht die zu. Lull. Dude! Hm? Okay, trollt mich das Ding? Chat? Ich weiß nicht, was du machst. Es ist ultimativ trollig, guck mal. Warum geht die denn jetzt auf? Hast du das Ding hingestellt, als sie offen war? Mach's mal weg und wenn sie. Mach's mal die Platte weg. Hä? Bist du betrunken, Matteo? Die Tür ist falsch gesetzt, wie meint ihr das? Nee, nee, mach mal die Platte weg und nicht die Tür. Okay, dann mach jetzt die Tür nochmal hin, wenn sie geschlossen ist. Jetzt ist sie offen. Jetzt hast du sie zugemacht, während jetzt. Ja, ist doch gut. Jetzt gehe ich hier hin und dann geht sie auf. Jetzt stimmt's. Easy, Leute, easy. Ich höre die Tür lachen. Hallo. Du bist du ja. Hab mich gerade erschreckt. die wachsen schon mal. Ich mache hier draußen auch mal. Dein Skin hat einen Eisenarmor. Ja, voll geil, oder? Ist ja richtig retarded. Okay. Das ist nicht retarded, das ist voll smart. Für Suro habe ich extra gemacht. Ja, bitteschön, komm her. Warte mal. Das habe ich extra für Suro gemacht, damit die Leute. Fuck, jetzt habe ich ein Feld kaputt gemacht. Damit die Leute direkt am Anfang denken: Alter, fuck, der hat den Eisenskin, mit dem falte ich nicht. Das ist dein Zeug. Geil, Mann. Alter, danke dir. Ein Schild, ein Brustpanzer, ein Eisenschwert und genug Gold für 2 Äpfel. Geil, Leon, Alter. Du bist ja voll der Pro-Gamer. Du hast jetzt schon mehr geholt, als wir in Suro jemals geholt haben. Goldäpfel. Ich habe ja noch keine normalen Äpfel. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Apfelhand. Wir können mal hinter unserem Haus können wir Bäume anpflanzen. So, wichtig ist auch Kühe töten für Leder, weil wir brauchen Leder für Bücher. Stimmt. Und wir brauchen Sugarcane. Wir brauchen eigentlich eine Kuhfarm. Das geht schneller. Dann brauchen wir eigentlich XP. Das ist ein guter XP-Generator, wenn man Kühe, wenn man Tiere züchtet. Ja, das ist besser als eine Monsterfalle. Ja, aber beides ist nicht praktikabel in Suro. Nicht? Nee. Safe nicht? Nee, safe nicht. Safe nicht? Nee, safe nicht. Safe nicht? Schon. Das Gold über dem Apfel nicht schädlich für den Körper, Monker S. Nee, ich glaube, Gold wird einfach echt ausgeschieden vom Körper. Das wird gar nicht verstoffwechselt. Deswegen gibt es ja auch so Blattgold bei Essen. Das wird einfach. Damit macht man sich einfach teuren Kot.
Wir sind auch in 10 Minuten tot, wenn sie auf Zuru spielen. Da hast du aber die letzte Staffel Zuru nicht gesehen. Ich bin Top 10 gekommen. Und ich bin der größte Minecraft-Snoop ever. Und ich habe die meisten Leute überlebt. Oh. Top 10 gekommen als Feigling. Ja, aber... Top 10 ist Top 10. Top 10 ist Top 10. So scheißegal, ob man gefightet hat oder nicht. Also was ist der Unterschied? Oh, oh. Oh, lol. Lag? Oh. Letzte Runde habt ihr nicht eine überirdische Base mit Feld gebaut. Was hat das damit zu tun? Wir haben doch gesagt, wir spielen doch den Run hier nicht so wie Zuru. Also in Zuru würde ich nie sowas bauen. Und in Zuru würde ich nicht, würde ich sofort anfangen, unter Tage zu gehen, erstmal farmen, Eisen und sowas. Das, was Leon gerade macht. Ja, wir sind aber ein Tech-Team, Chat. Genau, wir sind gerade Tech-Team. Oh! Okay. Oh, die haben sich gegenseitig getriggert. Oh, nice. Und Baby-Zombie! Oh, fuck, Leon. Wechseln. Einer Dings ist kaputt gegangen. Kann der mal den Dings treffen? Okay, Leon. Hm? Also hier waren gerade zwei Skelette und ein Babyzombie, die mich angegriffen haben. Mhm. Wie lief's? Alle tot. Perfekt. Bei Klotz und Kante wäre ich jetzt schon tot. Wahrscheinlich. Ist Zuru Battle Royale und was spielen sie gerade für einen Modus? Ja, Zuru ist eine Art Battle Royale. Man muss es nicht Battle Royale spielen, ist alles möglich. Aber am Ende wurde es ein Battle Royale. Oh fuck, Alter, Leon, ich habe noch 4 Herzen. 4 nur noch? Ja. Ich muss einfach mal mir einen Apfel erfarmen. Ja, was soll ich sagen? Oh, da ist ein Apfel. Perfekt. Okay. Ballern dir rein. Alter, du hast noch 4 Herzen. Was machst du denn? Ja, ich fight hier die ganze Zeit gegen irgendwelche... Ja, warum tust du dies? Ja, weil die mich angreifen. Ich wohne hier. Das ist mein Haus. So, ist, okay. Du musst die Shotgun und der Schaukelstuhl. Waren da gerade Herzen über dem Zombie? Ja, wenn man den schlägt, dann kommen da Herzen raus. So, goldene Apfel. Njam, njam, njam. So, den baller ich mir jetzt rein. Wie viel gibt der? Okay, ich baue noch mehr Äpfel. Welche Bäume? Das sind die falschen Bäume hier. Ich brauche Oak Trees. Hast du ein paar Setzlinge von denen, die du bis jetzt gefällt hast? Ja, habe ich gesetzt, ja. Also habe ich schon gepflanzt. Oh, das ist ein Riesenbaum. Dark Oak. Baue ich mal hier hin. So, dann gehe ich mal Oak Trees farmen. Fuck, da sind aber Creeper. Ah, den muss ich clearen. Okay, Leon. Ja, bitte? Nix, alles cool. Oh, hohes Gras sackt so, ey, da schlägt man manchmal rein. Okay. Okay. Alle RIP. Oh, hier sind Knochen. Das ist gut. Fuck, da ist ein. Alter, hier sind so viele Gegner um uns rum. Oh, Alter! Hm? Nix. Hier ist alles voll mit Gegnern. Den ist auch RIP. Ich level halt hardcore schon 10. Level 10 bin ich. Warum war das kein Critical?
Okay, das ist auch down. Gibt es eigentlich irgendwelche praktikablen Fallen, die man in Suro bauen könnte? Also was einfach ist, aber wo Leute vielleicht reinfallen, weißt du? Also man muss auf jeden Fall irgendwas mit einer Pressure Pad oder sowas machen. Ja, ist aber auffällig, dass da... Ja, es geht. Also wenn du eine Stone Pressure Pad nimmst und auf Clean Stone, das sieht man nicht. Ja, das sieht man kaum, ja, stimmt. Hast du gesehen, wie Papa Platte gestorben ist? Nee. Das war so fucking witzig. Da hat jemand einfach nur eine Treppe nach oben gebaut, eine Steintreppe, und oben war eine Plattform mit einer Kiste. Und der hat einfach von der Treppe den letzten Step weggemacht. Und wenn du die Treppe hochrennst, siehst du es halt nicht und du siehst es erst, wenn du drauf trittst. Und dann ist er runtergefallen, war tot. Das war das Ende von Suro für ihn. Oh Mann, ey. Das war so krass. Oh, wieder ein Baby-Zombie. Alter, was soll denn die Scheiße? Er hittet mich, ey. Okay, Leon, ich habe noch zweieinhalb Herzen. Mhm. Okay. Okay, das ist ein halbes Herz. Theo. Ich bin auf dem Weg, ich brauche noch Matteo. Ich bin gleich da, Matteo. Halt durch! Der geht weg. Nee, komm wieder. Ich bin gleich da. Alter, was ist denn hier los? Ja, hier sind 1000 Gegner, Mann! Alter Schwede. Ich brauche ein bisschen, um mich zu dir komme. Bitte stirb du nicht, mach vorsichtig. Ich kann hier unendlich chillen eigentlich. Aber schlag den bitte nicht in mich rein, schlag mich bitte nicht. Weißt du, was ich meine? Geh mal zurück, geh mal. Oh fuck. Ich kann nur. Warte, ich muss ihn mit einem Eimer schlagen. Hä? Oh, nein, er will wieder. Warte, mach mal anders. Grab mal ein Loch unter ihm, bitte. Oh Gott. Das Schwede. Ah. Alter Schwede, Matteo. Alter, ja, aber da oben war alles. Da waren 5 Zombies, 2 Bogenschützen, der Baby-Zombie. Ihr habt's gesehen. Ich hab jetzt auch 3,5 Herzen verloren, deswegen. So, ich gehe einfach mal nicht mehr raus. Fuck, ey. Alter. Ich hab eine Karotte gerade aus dem Baum bekommen. Das habe ich noch nie gesehen. Seit wann ging das denn? Eine Karte bekommen? Nee, das hat's von einem Zombie bekommen. Aber ich habe irgendwas gerade aus dem Baum bekommen und das ist das Einzige, was vom Baum kommen kann. Ich habe nie eine Karotte aus dem Baum kommen sehen. Wir fordern eine Grille. Hä, warum? Weil ich überlebt habe? Ich sollte belohnt werden eigentlich. Okay, Leon, halbes Herz. Wir brauchen Äpfel, Matteo. Das ist kritisch, ja. Du musst unbedingt Äpfel? Jeden Baum einfach... Das sind die Blumen übrigens, die hier. Ja. Warte. Du musst jeden einzelnen Baum, den es hier gibt, abholzen bitte jetzt, Matteo. Was ist denn denn? Nein, da sind Pilze, Leon. Ich mache eine Pilzsuppe. Guck mal, hier sind Pilze. Da sind braune Pilze, da sind rote Pilze. Achso, ja gut. Alter, ich bin... Was brauchen wir denn fucking Dings das? Oh, ein Äpfel, Junge. Ja. Oh, jetzt eine Axt. Alter, halbes Herz. Fuck my life. Also du könntest gerade einfach an einem Kieselstein oder ich an einem Stück Lego könntest du gerade sterben. Ja. Wenn ich eine Kuh tritt, bin ich tot. Ja. Alle Kühe, geht weg, bitte. Bisschen Panik, hier war irgendein Creeper oder so. So. War das? Es regnet. Oh, Alter, ja. Warum ja? Hey, wie? Wie, warum ja? Jetzt können Monster spawnen, Matteo. Was? Ja. Nee. Doch. Really? Ja.
Weil dieses Lama macht mir Angst. Wie viel habe ich jetzt? 12 Pilze. Dann mach dir mal unbedingt ein paar Suppen. Ja, oder ich mach rote Pilze. Kann ich die Oxy-Daisy vermehren, Chat? Ich glaube nicht. Boah, wenn nochmal so ein Baby-Zombie kommt. Was war das? Das war ein Zombie. Irgendwas komisches, rotziges gehört. Also noch mehr Oxy-Daisies. Ich glaube, gezielt züchten nicht, aber wenn du Knochenmehl auf eine random Wiese bestehst, RNG-Chance, dass man die bekommt. Okay, danke. Aber dafür ist Knochenmehl zu benutzen. Ja, aber wir können ja aus Dings Knochenmehl machen, aus einem Komposter. Da können wir unendlich viel züchten, wenn wir eine große Farm haben. Ja, aber... müssen wir auch erstmal schaffen, ne? Ja, aber, ja. Wie viel habe ich jetzt? Hat man letztes Mal gesehen bei Suro, ne? Ja, aber das lag einfach nur daran, dass wir mehrmals umziehen mussten, unsere Bases aufgeben mussten und wir deswegen immer wieder neu anfangen mussten. Ansonsten hätten wir voll die krasse Farm gehabt, schon voll schnell. Das ging echt schnell mit so einer... ich hatte ja so eine Dings-Farm gebaut mit... Ich geh mal hier weg. Sowas mit Sugarcane und mit Getreide und das ging voll gut. Guck mal, hier ist schon ein Dings. Hier ist schon ein Getreide übrigens. Gewachsen. 7? Was war das? Was war das für ein Schlag? Okay. Was ist das? Was denn? Das bist du, oder was? Womit? Chat, hört ihr das? Kack mir in die Hose. Das ist bis am Mikro. Ja. Das hast du am Mikro, Alter. Fuck. Alter, ich habe mir gerade in die Hose gepieselt, schieselt. So. Oh Mann, ey. So, dann wollen wir mal anfangen hier zu brauen. Leon, weil das ist eigentlich der krasseste Weg, um Dings wieder herzustellen. Aber ich verstehe gerade nichts, oder? Wie macht man das? Hier. Guck mal, Suspicious Stew. Klingt ja verlockend. Ja, aber das ist halt Heilungssuppen. Guck mal, wie viel ich jetzt schon hab. Ich kann mich Full HP wieder machen. Und dir gebe ich auch was. Weil ich ein guter Mate bin. Aber was habe ich weg? Das. Einen roten Pilz sollte ich, glaube ich, aufheben, damit wir den weiterzüchten können, oder? Pilze kann man nur bei Dunkelheit züchten. Ich weiß. Und die Oxy-Daisies? Also die vermehren sich wirklich nicht. Scheiße, Mann. So, okay, Chat. Wir snacken jetzt den ersten Suspicious Stew rein. Niam. Okay, wie viel gibt der? Ein halbes. Noch ein halbes, also ein ganzes. Noch eins. 1,5. Nur 1,5 gibt der? Alter, das ist aber nicht viel. Ich kann mich doch nicht voll heilen. Was, du brauchst ja auch 20 pro Stunde, Matteo, was? Chillig Minecraft, wenn es regnet? Ja, stimmt. Naja, goldener Apfel war auch nur 2, das stimmt. Boah, aber das ist ja richtig hardcore dann. Boah, ich kann die gerade nicht essen, weil ich voll Hunger habe. Ist ja richtig dumm. Okay, dann nutze ich die Zeit und meine. Komm zu mir. Nicht meine hier in unserer Base. Und direkt Eisen gefunden. Das ist unsere Base. Das hier ist unsere Base. Das hier ist unsere Base. Und dann haben wir zwei Bases. Wir wohnen getrennt, Leon. Mann, ey. Mit Sprinten geht's auch wieder runter. Ja, bei meinen aber auch. Meinen und Springen, glaube ich, braucht nee, auch. Nee, meinen macht gar nichts. Doch, doch. Springen macht was. Meinen macht nichts. Mehr. Doch. Döner bitte? Warte mal. Also meinen macht genauso viel wie Slow Walken. Du sagst aber gar nichts gerade. Ja, so wie Slowwalken.
ist auch nahezu gar nichts. Du könntest eine halbe Stunde einfach nur slow walken und würdest keine Dings da verlieren. Na gut, wie du sagst. Wann war denn das Suro-Event? Du hast gerade mit Springen verglichen. Stimmt. Das war vor ungefähr zwei Wochen. Vor zwei, drei Wochen, genau. Da ist es geendet. Angefangen hat es am... Boah, keine Ahnung. Eine Woche davor. Es ging nur eine Woche, glaube ich. Eine Woche und einen Tag. Am Mittwoch haben wir angefangen, letzte Woche Donnerstag war es dann vorbei. So, ich mache schon mal einen Ofen. Ups, falsch. Mann, ich habe so ein krasses Müllventar. Holy shit. Und du hast 17 Suppen. Stimmt, warte mal, ich mache es erstmal so. Erstmal zwei Öfen bauen wir uns. Das weg, das weg, das weg. Wo sind die fucking Öfen? Da. Kann man die verbrauchten Dings eigentlich wieder benutzen? Die verbrauchten Suppenkellen, also diese Dinger? Ja, die kann man nochmal benutzen. Ah, geil. So, dann baue ich mal erstmal eine Kiste. Dann können wir erstmal den ganzen Shit da reintun. Gehen hier ab. So. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. So, Erde mache ich da rein, die brauche ich nicht. Holz stacken wir, den Rest mache ich hier rein. Nochmal ein 64er Stacks behalte ich, das kommt weg, weg, weg. Fleisch kommt weg. Die Suppen behalte ich erstmal, weg. Ich würde die Pilze gerne anbauen direkt. Kommt weg, Gold kommt weg. Die kann ich auch nicht anbauen. Weg. Das kommt weg, das kann ich auch nicht benutzen. Bauen für Bone Meal heben wir uns noch auf. Das kommt weg. So, dann bauen wir uns mal mehr Werkzeuge. So, eine noch. So, ich mache immer so eine Leiste voll von den Sachen. Dann baue ich mir noch ein Ersatzschwert. Das muss reichen. Dann bauen wir uns noch eine Schaufel als Ersatz. Muss auch reichen. Und eine Hoe. Ey. Sorry. So, das hier ist auch zu viel. Dann gehen wir hier nochmal dran. Also das kommt weg. Das kommt weg, 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 weg. Weg. Gut. Sieht doch fast aufgeräumt aus meinem Inventar. Oder Chat, was sagt ihr? Seid ihr stolz? Hol dir 4 Pilze und mach dir einen Riesenpilz. Stimmt, das könnte man auch machen. Wie geht das denn? Du kannst, glaube ich, wie einen normalen Baum züchten. Warte mal, ich kann hier so 4 Pilze... Nee, da passiert aber nichts. Ach, 4 muss ich hier einfach nebeneinander stacken, oder was? Und dann mit Knochenmehl? Warte mal, dann baue ich jetzt mal ein Dings. Wir bauen mal einen Pilzraum. Wie hoch muss der sein? So hoch wie hier draußen. Also, du kannst ja draußen noch machen. Nee, das ist ja nicht dunkel genug, oder? Matteo, die Pilzbäume, wo du die Pilze her hast. Ach so, oh mein Gott, das ist ja mega smart. Brauchen wir dafür Knochenmehl, Chat? Ich glaub schon. Guck mal, ich sprinte mal ein bisschen. Damit man Essensleiste. Springen ist wichtig. Ja. Warum bekommt ihr keinen Hunger? Ich habe in Erinnerung, dass du alle 2 Minuten was essen musst in Minecraft. Ich glaube, sie haben es umgepatcht, oder? Kann das sein? Ja, es kommt darauf an, wie viel man sich bewegt. Also, ich bewege mich gerade wie ein Wilder, ey, aber es passiert nichts. Ja, du bist gerade gesättigt. Es kommt immer darauf an, was man isst. Jedes Essen hat einen verschiedenen Sättigungsgrad. Zum Beispiel, wenn du eine Melone isst, musst du alle 2 Sekunden eine Melone futtern. Wenn du ein Steak isst, hast du deutlich längere Sättigung. Ach, musst krass. Du oft essen. Ich denke mal, die Suppe hat eine extrem hohe Sättigung. Das kann sein, ja. Oh geil, wieder Eisen gefunden. Nice. Oh yeah, noch mehr. Oh yeah. Alter, dass ich direkt in der ersten Folge runter auf ein halbes Herz bin, ne? Das ist wieder typisch. Aber überlebt hast. Ja, noch. Jinx es nicht.
Hey, sag doch nicht sowas. Hä? Was? Noch. Verlieben, Mann. Läuft doch gut. Das ist aber immer so bei mir in Minecraft. Ich denk so, ach, das ist so easy, da kann man gar nicht sterben. Und dann, du hast immer die ganze Zeit Panik. Naja, ich hab bei dem Zombie-Attack hatte ich null Panik. Hab ich ja. Dass du wenig Panik hast. Okay, Chat. Das war ja 100% Monka S. Fuck. Oh. Oh. Oh, es ist mir übel. Oh, shit. Ich werde halt fast reingestürzt. Ich muss also die ganze Zeit mit Shift oder öfter mit Shift arbeiten. Du bist echt die Ruhe selbst, Matteo. Ja, Mann. Nochmal, derselbe Fehler. What the fuck? So. Okay, dann bauen wir diesen Raum hier nochmal weiter aus. Chat, Pilze, die sich normal vermehren, also auf dem Boden, wie viel Höhe brauchen die? Kann man da drüber Half-Slabs bauen, sodass er nichts spawnen kann? Weil das wäre ziemlich geil. Dann können wir nicht einen dunklen Raum machen, in dem man nichts spawnen kann, nur die Pilze sich vermehren können. Bei Minecraft kann man nur durch PvP oder Stürze sterben. Naja, oder Mobs. Mini-Zombies. Ey, warum verliere ich so wenig Essen, Leon, Mann? Ich sage dir, Suppe hat eine hohe Sättigung. Das ist echt krass. Hast du in so einen Strip-Eingang gemacht, Matteo? Bis jetzt? Einen, ja, hier unten. Gehen wir da rein? Ja. Sprint ihn entlang, spam den ganze Zeit Leertaste. Warte mal, ich mach den mal länger. Dann kann ich nämlich schon mal direkt. Und ich muss noch Sachen schmelzen. So ein Level bist du? 17, Alter, Leon. Im Wein ist halt das Geilste, was geht. Ja, stimmt, meine ist schon hot. So. So, ich mach den mal hier ganz lang, vielleicht finden wir auch was. Ich finde meinen richtig geil. Das ist irgendwie wie so Glücksspiel, weißt du? Also du guckst immer, öffnen. Ja, es ist wirklich wie Lootboxen öffnen. So, du gräbst Block weg und dahinter könnte ein Diamant sein, weißt du? Oder das halt, können selbst Minderjährige machen. Ja. Das ist, deswegen ist Minecraft ja so beliebt und bekannt, weil das einfach, das ist das Glücksspiel der Kinder. Merkt man aber nicht, man denkt so, ja. Das versteckt. Genau, das ist halt so richtig krass. Hidden Glücksspiel. Ja. Wir sind aber was ganz heißes auf der Spur, Matthias. Ja. Oh no, eine Höhle. Soll ich da reingehen, Leon? Mit zwei Herzen? Hier lang? War das? Hier? Weiß schon. Okay. Fertig, glaube ich. Nee, das kann nicht sein. Seltsame Suppe kann man zudem durch das Melken einer zuvor mit Blumen gefütterten braunen Mushroom Kuh mit einer Schüssel erhalten. Gut, aber. Aber dann muss man. So eine scheiß Kuh. Ja, und vor allem muss man dann jedes Mal füttern oder nur einmal füttern? Jedes Mal vermutlich. Ja, dann ist ja nur ein Umweg. Also oder? Die Mushroom-Kühe gibt es ja auch nur Mushroom Kingdom. Und das ach ist ein so. Extra Biom. Ah, okay, dann ist es sowieso mega. Aber auch ein. Interessante Methode. Fun-Fact. Ja, guter Fun-Fact. Ah, ja, ich hab's wieder rausgefunden. Geil, Mann. Alter Schwede, wo ich hier überall bin, ne? Das ist komplett crazy. Jetzt bin ich hier wieder? Ey, meine Hungerleiste geht einfach nicht runter. Verschiedene Blumen haben auch verschiedene Effekte in der Suppe. Ah. Gibt es noch irgendwas, was uns helfen könnte? Springst du auch nicht. Und man Gang hier seitlich. Wo komme ich denn? Bin ich besoffen? Hast du dich verlaufen? Ja. Hm.
Wie wäre es mit einem Goldapfel? Ich habe leider keinen Apfel. Müssen wir gleich mal draußen gucken gehen. Aber ich habe ein bisschen Angst, mit zwei Herzen rauszugehen, um ehrlich zu sein. Wenn er noch sich rausgewunden. Hier zu Hause. Nice. Also im richtigen Zuhause, nicht in deinem. Die Frage ist, möchte man seltsame Suppe trinken? Naja, wenn sie einem hilft, ja. Oh, leck. Ich muss noch ein bisschen Probebohrung machen, ich finde hier gar nichts. Wechselst du eigentlich ein Mausrad zwischen deinen Sachen oder mit drückst du die Tasten? Bis 5 komme ich durch StarCraft. 5 und 6 komme ich so durch StarCraft hin, aber die letzten komme ich nicht, kann ich nicht erreichen. Also habe ich kein Muscle Memory für. Okay. Aber machst du es auch oder machst du das Mausrad? Ich mach's immer. Bis 5 mache ich alles Hotkeys. Ah, okay. Muss ich mir auch mal angewöhnen. Ist auch recht wichtig. Ja, das geht halt schneller. Cool, wieder Eisen und Kohle. Nice. Okay. Richtig viele Erze. Ja, ich weiß auch nicht. Ey, ohne Scheiß, ich hab mich echt 4 Jahre voll gefressen, Chat. Das ist richtig krass, wie mein Hunger einfach gar nicht mehr runtergeht. Hast du es schon gemacht mit dem Gang entlang springen? Nee, ich strip meine gerade. Aber da muss man ja auch was verlieren, oder? Nee. Ja, ein Zombie. Grab mal auf einer anderen Ebene, da findest du auch Diamanten. Wo ja, stimmt, ich kann auf 12 gehen. Ich bin gerade auf ganz oben. Dann komm mal zu mir runter. 50 bin ich. Hier ist die richtige Ebene. Hier gibt's richtig geil. Ja, ich grab mich mal wirklich runter. Und einfach zu mir, Mann. Nee, ich will selber. Mach du mal. Bist überhaupt kein Teamplayer, Matteo? Ja, doch, weil dann haben wir doppelte. Weißt du, wenn ich bei dir grabe, dann ist nicht so. Dann meinen wir doppelt so viele an einer Location, genau. Warte. Ich muss mal hier ausleuchten, nicht, dass hier irgendwas spawnt. So, okay, dann meine ich mich mal runter. Matteo, also Solo-Spieler. Hier war aber eine Dings, hier war eine. Also wie viele Subs sind denn reingekommen? Shit. Du willst mal vorlesen? Nee. Doch, mach mal. Nee. Mach mal. Nee. Okay. Fanning 81 hat gesubbt für 17 Monate. Sysix hat für 8 Monate gesubbt. Alex oder. Nee, nichts oder. Hat für 11 Monate gesubbt. Wann kommt endlich die zweite Ausgabe von der Bonjour Show? Niemals. Vielleicht zum Geburtstag. Janni, nee. 91 hat für 12 Monate gesubbt, macht's Jahr voll. Kater Kante für 23 Monate, kurz vor den 2 Jahren. Dossel 93 hat für 30 Monate gesubbt. Skill is the limit für 6 Monate. Angel Eyes 01 für 24 Monate. Macht jetzt die 2 Jahre voll. Ich glaube, es gibt jetzt richtig viele Leute, die so das 1- oder 2-Jahres-Jubiläum haben. Ja? Ja, Benjay macht nämlich auch die 2 Jahre voll. El Moses für 10 Monate, der Kuhn hat für 18 Monate gesubbt, Quarter Mac 5 hat für 32 Monate gesubbt und schreibt Hashtag seid lieb. Oh mein Gott, ich hab grad. Leon, bitte nicht sterben, okay? Ich hab grad scary Hüllmusik. Okay. Wie sich das anhört. Ja, es gibt so richtig krasse neue Sounds, die richtig creepy sind. Das hatten wir bei Suro auch. Mortal Wednesday hat mit Tier 2 für 31 Monate gesubbt. Knatupfel hat Planus Kreativ Sub gegiftet. Nice. Dacho hat für 4 Monate gesubbt. Emma 5 für 26 Monate. Sneezo für 11 Monate. Oh, und Diamanten! Ich wäre schon wieder fast gerippt! Alter, Matthias, kannst du mal aufhören? Was soll denn die Scheiße hier? Diamanten? Nice. Ja. So. Malzbierkopf hat für 8 Monate gesubbt. Kabul für 9 Monate und schreibt 9, leider 1 zu wenig für 2 Zahlen, Bonjour Prey. Rainbow Warrior hat für 17 Monate gesubbt, Low Gamer für 5 Monate, Fruchtzwerg hat für 25 Monate gesubbt und schreibt Bonjour Bellissimo. Was heißt das? Ich versuche nach unten zu schauen, ist nur, ich gucke immer auf den Chat und dann auf einmal BAM! Hör auf den Chat zu gucken. Ja, Chat tötet, Mann. Nein, Chat tötet nicht. Chat tötet immer. Ja, stimmt. Auch in StarCraft. Aber Chat tötet immer. Das ist wie so Dings. Wie eine Droge. Ja, ist wie eine Droge. Hartmoor hat für 11 Monate gesubbt, A. Kriege hat für 8 Monate gesubbt, Knarz macht die 2 Jahre voll, Sileiber hat für 13 Monate gesubbt, Sakko Peppler für nur 18 Monate und schreibt, seit ein paar Monaten kann ich irgendwie jeden Sub 2-mal sharen, Poncho schummeln. Und Bloody Bear hat für 5 Monate gesubbt und schreibt, danke Matteo für die vielen schönen Minecraft-Momente.
Bitte? Das war's. So. Danke, Chat. Vielen Dank. Für die Milliarden Subs. Yes. Oh Gott, oh Gott. Jetzt werden wir in diesem Video wieder schuld. Chat, ihr seid immer schuld. Okay, Chat, wer von euch hat schon mal Minecraft auf Hardcore durchgespielt? Easy, Matteo. Nein, das ist gar nicht easy. Das ist 80% von dem Chat. Never. Doch, doch. Ne, weil es richtig schwer einfach. Matteo, wir sind jetzt schon fast durch. Was? Ich habe 2 Herzen, Leon. Und ich habe 64 Eisen, 42 Dings da und noch andere Sachen. Fängt Matteo schon ab 18 Uhr mit dem No-Death-Run an. Können wir uns überlegen, um ehrlich zu sein? Ja, mach das. Aber kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit so Angst vor allem zu haben? In No-Death-Run? Ja. Ja, Leon. Du musst ein bisschen mehr zeigen, dass du Alpha bist. Ey, hast du nicht Perry Jackson gesehen, wie der alles wegparried? Ich habe nur gesehen, wie du nicht mal zu den Gargoyles gekommen bist. Sondern einfach ein paar random Trash-Mobs gestorben bist. Mhm. Wie bist du eigentlich gestorben? An Quelaag, an den Gargoyles, an den Gargoyles, an Quelaag, an den Gargoyles. Echt? Sind die Gargoyles so krass, oder was? Also, komm, also ich habe ja natürlich auch mit zum Beispiel... Du speedrunst das ja aber auch, ne? Also du machst ja... Also ich habe zum einen Zeit-Pressure. Ja, genau. Ich will mir mehr Zeit lassen. Genau. Du hast ja die Zeit, das ist gut bei dir. Aber ich habe auch teilweise irgendwie mit Item-Randomizer gespielt. Dann hatte ich nur begrenzte Waffen. Mhm. Und ich, ja, das war's eigentlich auch schon. Fuck, ich brauche nur Dings, Gags. Okay, warte mal, wir machen erstmal so ein Ding hier. So, wir bauen jetzt erstmal eine geile. Fuck! Muss ich das hier umbauen? Oh, Leon. Nicht in meine Richtung. Ich versuche schon die ganze Zeit Jens zu dodgen, damit ich mich nicht da anstecke. Oh, wie muss ich mich eigentlich? Oh, ich habe zu viele gebaut. Fuck, Chat, ich habe viel zu viele von den Dingern hier gebaut. Ich habe mich verklickt. Scheiße. Ist das dein Ernst? Wann kommt Zuro wieder? Oh fuck, es gibt noch kein festes Datum. Wir sind gerade in der Voting-Phase, um einen Termin zu finden, an dem alle können. Unge, falls du das siehst, du musst mir noch schreiben wegen Leon, weil der auch in der Discord muss. Natürlich sieht das Unge gerade, ne? Der guckt gerade zu. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. So, fuck, Mann. Ja, solange einer im Discord ist, geht's ja. Ja, das stimmt schon, aber du musst ja gewitelistet werden. Das stimmt. Und dafür musst du in den Discord. Okay, Matteo. 1 oder 2? 2. Verdammt. Was denn? Was war 2? Enchantment Table. Hey, was war 1? Hölle. Ah, ja, Enchantment Table ist schon gut, wenn wir den haben direkt. So, dieser Pilz hier wird jetzt wachsen. Chat, wie war das jetzt nochmal? Vermehren die sich oder? Kann mir das einer erklären? Vermehren sich Pilze, wenn da drüber Half-Slabs sind? Half-Slabs oder die nicht? Also guck mal, wenn das so ist. Warte mal. So. Und jetzt baue ich ja drüber noch Half-Slabs. Also wie baut man die? 3, glaube ich, in der Werkbank. Sieben mal 7 mal 8 Raum. Was? Für einen normalen Pilz? Nee, 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 never. Kann schon sein. Wirklich? Weil das 8 ist ein bisschen auf so, die Höhe. Können die hier nicht, ja genau, können die hier, kann er so nicht wachsen? Für den Großen. Für den Großen. Nee, ich meine nicht den Großen. Großen den baue ich draußen an. Ich meine nur hier für das kleine Ding. Damit hier keine Zombies spawnen, wisst ihr, was ich meine? Oder Creeper, was eigentlich noch schlimmer wäre. Gleich spawnt ein Skelett in Matteos Rib. Ah, Mann, ey, Mann. Chat! Ich mach eine Tür dahin und bau zu. Haben wir das Problem gelöst. Türen lösen Probleme, Leute. Gut, das ist nur Stranger. Kann man hier durchlaufen? mach daneben auch noch Türen. Oh ja, ja, das ist geil. Fuck. Warte. Ich löse dieses Problem.
Wie lange dauert denn eine Tür abzubauen? Oh, wir sollten einfach nur Türen bauen statt Steine. Das dauert viel länger. Stimmt. Hey, das ist eigentlich voll die geile Idee, Leon. Ja, ne? So 1000 Türen. Ja. Das ist wie so ein Spiegelkabinett, nur aus Türen. Ha! Guck mal, meine 200 IQ-Tactics funktionieren. Ah, okay. Was denn? Ja, ist gut. So, da du dich ja weigerst, zu mir zu kommen, dann komme ich jetzt zu dir. Ja, in unser Haus. Nee, du bist ja in irgendeinem, irgendwie umgesiedelt, in irgendein fremdes Haus. Ich bin ja in unserem Haus. Fuck! Was denn? Ich hab auch den Obsidian geplaced. Muss ich das abbauen? Ich höre halt hier einen Zombie. Ist er schon gespawnt da unten? Alter. 5000 IQ Doors habe ich hier gebaut. 1000. 5000. Nicht 1000. 1000. Guckt euch mal diesen geilen. YOLO. Okay, so, dann. Ich habe immer noch kein Herzen verloren. Der Typ ist einfach so krass durch. Leon, die meinen dich. Hä, warum? Weiß ich nicht. Chat. Matteo zieht Leon so weit runter. So auf die Suppe. Geh doch nicht. Look at it. Ich kann's nicht. Dann mach doch echt das, was ich dir gesagt habe. Geh in den scheiß Strip-Mining-Gang und spring die ganze Zeit. Ja, ich mal mich jetzt runter und mach das. So. Wo bist du eigentlich? In unserer da. Base. Du warst in Strip Mining. Hast du schon Diamanten gefunden? Nee, ne? Oh, okay. Okay. Jetzt essen. Ah, jetzt geht's. Danke, Chat. Danke, Chat. Danke, Chat. Ey, Alter! Hä? Hm? Was machst du hier? Ich mach halt einen Doppelgang draus, damit es schneller geht. Also erstmal, Leon, um es smarter zu machen, musst du noch eins zur Seite geben, oder drei zur Seite gehen. Wir müssen erstmal auf Ebene 12, bevor wir irgendwas machen. Ja, und das geht jetzt, was bringt das jetzt, dass du neben parallel noch gräbst? Dass wir schneller unten sind einfach. Warum sind wir schneller weil unten? Weil du lange brauchst. Ja, dann lass, da grad du doch nur und ich auch noch dazu. Nee, weil ich will nicht hinter dir stehen die ganze Zeit. Oder du hinter mir. Krieg Paranoia. So, hier ist die Ebene. Suche wird interessant, merke ich jetzt schon. Wir müssen uns auch direkt ein krasses Team suchen, Leon, ne? Ja, Moondai und Trilux. Ja, stimmt, wir können die beiden ja fragen. Haben wir direkt ein krasses Vierer-Team? Mhm. Ich glaube, Moondai spielt aber nicht mit beim nächsten Mal, weil der kommt jetzt erst aus USA. Der war nicht im Discord. Weiß ich nicht genau, ob das klappt. Aber cool. Counter-Strike Elite, ja. Leon, was ist das hier? Never-Portal. Alter Lull. Omega Lull. Wie Gino sagen würde. Wird Suro denn modifiziert oder wird es wieder so lame? Das weiß ich nicht. Die haben sich bestimmt Gedanken gemacht seit dem letzten Mal. Ich weiß nicht, was sie ändern werden. Es könnte sein, dass es, weil es gab überhaupt keinen, also es gab Survival-Aspekt, ja, es war einfach am Ende ein Battle Royale, aber es gab gar keinen Roleplay-Aspekt, also dass Leute sich. So ein Ingame-Voice wäre geil. Ja, genau, man bräuchte das System aus. Es gab ja schon mal ein Projekt mit sowas. Ja, man bräuchte einfach das Programm aus GTA-IP halt, weißt du? Nee, es gab schon ein Minecraft-Projekt damit. Ach echt? Und es ging? Ja, irgendwie Sky oder so hieß das. Und das haben die dann? Das ging, das war halt auch so abhängig von der Distanz. Ah, okay. Das wäre schon geil, irgendwie. Was für eine Höhe sind wir denn? Ist hier gut? Ja, also beim Neverportal bist du auf 12. Ja, also ich bin hier auf 11. Okay, hier ist 12. Deswegen habe ich da die Ebene gemacht. Ja, das ist sehr gut. So, ich mache jetzt hier Strip Mining. Wollte ich gerade aus Reflex einfach Box haben, mir ist aufgefallen, warte mal. Nee, lieber nicht. So. Dieses Roleplay-Ding war halt darauf bezogen, dass die Zuschauer nicht durchdrehen, wenn man einen killt, da man dann ja nur eine Rolle spielt. Nee, das glaube ich nicht. Was? Ich verstehe das ja nicht mehr.
Was heißt das? Das ist, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe nicht ganz gecheckt, was es bedeuten soll. Aber ich sage einfach mal prinzipiell nee. Chat, was? 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 Muss nochmal erklärt werden, ich habe nicht gecheckt. Strip Mining, immer wenn Matteo einen Diamanten findet, zieht er was aus. Okay, klingt okay, fair. Okay, ne, Portal ist an. Ich geh mal rein. Really? Ja. Hier, RIP Leon. Ich mach mir erstmal. So, ich mach mal hier. Alter, ich habe mich gerade so vor dir erschreckt. Ich dachte, du bist im Nether schon drin und dann auf einmal sehe ich einen Typen da stehen. Das warst du. Was sind denn die Ultra-Hardcore-Regeln? Wir spielen normales Hardcore, also wenn man stirbt, ist man für immer tot und der härteste Schwierigkeitsgrad von den Gegnern. Plus, man kann nicht mit Essen Leben regenerieren. Alter Leon, geil, Mann, danke dir. Das heißt, man kann nur Leben regenerieren mit goldenen Äpfeln, Heilpotions und diesen Suppen. Sie sind auf der anderen Seite, Mann. Sag mal, Leon. Viel Glück da drüben. Gerade in der Bonjour-Show nochmal das Judgmental-Intro angeschaut und ich bekomme immer noch Gänsehaut. Ja, das Intro ist nice, aber danach einfach, das war so ein verwirrender, komischer Zusammending. Ich benutze das Intro, übrigens, seitdem wir zusammen streamen, Leon, benutze ich das Intro nicht mehr. Was denn? Früher habe ich es ja immer so gemacht, wenn Übergabe war, also wenn du gestreamt hast und ich kam dann, dann habe ich ja das Judgmental-Intro gespielt immer, ne? Wir brauchen ein Pandamental-Intro. Ja, das können wir machen, wenn wir beide zusammen spielen, ja. Machen wir doch jeden Tag. Das meine ich, ja, ja, ja. Aber ich muss mein Judgmental-Intro immer wieder spielen. Okay, Chat, erinnere mich dran. Danach spielen wir das Judgmental-Intro. Okay, was brauche ich hier? Du verwirrst mich. Nicht? Doch. Hat Leon ein eigenes Intro? Nee, hat er nicht. Leon, du brauchst ein eigenes Intro. Ah, Intro, Schmintro. Ich finde es als Intro geil, wie du den Zucker schüttest. Das ist ja geil, oder? Ein Zusammenschnitt aus dem Creep, den Zucker schütten und so weiter. Ja, das wäre geil. Wie ich einfach die ganzen Sachen fallen lasse in der Küche. Mhm. Würde ich feiern. Boah, das war dumm. Ich habe unter mir gegraben einfach, aber ich habe Eisen gefunden. Nice. Let's get to the XP farming. Und wie das Ei runterfällt, stimmt. Das Ei ist das Geilste eigentlich. Also die besten Clips von mir sind nicht alle in der Küche entstanden, ne? Ja, das stimmt. Okay, ich finde hier aber gar nichts, also was Diamanten angeht. Wie viel hast du noch gefunden? Wir brauchen unbedingt Sugarcanes, Matteo. Okay, dann kümmere ich mich drum. My job is to find Sugarcanes. Oh mein Gott, wo kommst du denn her, du Lava? Du Lava? Mr. Lava Lava? Ja. Kennst du das? Ja. Was ist denn hier unten los, Alter? Voll die Powerbase. Diamanten! Hier geht's hoch. Mann, ey, wie langsam verbraucht man denn Essen auf Ultra-Hardcore? Das ist ja voll strange, oder nicht? Aber ihr habt ja auch super wenig Essen verbraucht. Ja, ja, haben wir auch. Und wir haben uns auch gewundert, ob es ausgeschaltet wurde. Aber scheinbar ist es der normale Default-Mode, dass man so wenig verbraucht. Nehm wenigstens das Eisen mit. Nee, das ist ja von Leon, das glaube ich dem nicht. Ich habe ja selber welches dabei. Kannst du benutzen. Ich habe ja selber. Das ist nicht von mir, wir sind ein Team, Matteo, erstmal. Okay, stimmt. Hier gibt es nicht deins und meins, es gibt unseres nur. Das ist wie eine Ehe. Krass, aber das Spam ist immer echt schneller. Wie komme ich denn hier raus? Ja. Wusste ich gar nicht, dass man das Spam. Hab ich dir letztes Mal bei Zoro erzählt. Alter, was? Warum ist hier. Auf! Hast du das aufgemacht? Nee. Hast du aufgelassen, glaube ich. Aber es war so, als ich kam. Zu. So. Seht ihr, ich habe hier mega viel Eisen. Wir machen das hier nochmal mit rein. So, dann nehmen wir das hier raus. Habe ich komplette Eisenarmor? Ja. Hast du die angezogen schon? Ja, natürlich. Spinne draußen. Oh Mann, ich brauche mehr Herzen. Also ich gehe so nicht raus, Chat. Ich gehe so nicht raus. Aus der Hölle. Wir können zusammen raus. Warte mal, ich jump mal diesen Gang hier hin und her. Einfach die ganze Zeit, wie du gesagt hast.
Hast du eigentlich? Oh, ja. Ich habe ja schon. Okay. Achso, du brauchst Essen. Ja. Oh Mann, ey, wie dumm das aussieht. Ja, ich kann auch nichts machen. Ich muss das halt so machen. Das ist ein bisschen doof. Und jetzt durch den Feuerregen. Alter, willst du mich verarschen? Was hat die angefangen, hätte zu brennen? Help. Also ich habe das so weit vorher platziert. Wenn du da durchgelaufen wärst, dann wärst du halt echt ein bisschen komisch im Kopf. Ja, aber... Zum Glück bin ich ja nicht komisch im Kopf. Oh, hier sind richtig viele Spinnen. Perfekt. Geil, hat schon funktioniert. So. Ich will auch eine Angel haben. Sind da Gegner noch? Oh, wow. Leon, hier ist Krieg, oder? Ich tank den, du kannst ihn killen. Okay. Der hat mich getroffen. Das ist ein miese Schwein. Spiders! Ping-Pong, Junge. Okay. Wir brauchen unbedingt Sugar Canes. Hier ist ein Creeper. Ja. Oh, das ist ein Skelett mit Enchanted Bow. Fuck. Lockst du mal zu dir, ne? Fuck, der hat mich wieder getroffen, Mann. Ich bin kacke. Leon! Ja? Was ist hier reingefallen irgendwo? Da ist ein Baby-Zombie. Nee, ist ein normaler, oder? Normaler, oder? Weiß nicht. Ja, sieht doch normal aus. Okay. So, dann gehe ich mal. Ich hole mal mehr Pilze. Dann habe ich noch eine Axt. Sugarcanes, Junge. Ja, genau. Und Sugarcanes wollte ich auch suchen. Da ist ein Creeper. Fuck. Chat, wir müssen auf den Creeper aufpassen. Das ist geil, dass hier so viele Pilze sind, Mann. Das ist ja voll das geile Biom. Ich habe eine weiße Blume, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe zwei von den weißen Blumen, aber es sind andere, glaube ich. Das müssen. Lily of Valley heißt die. Nee, das ist falsch. Die müssen. Oxy da irgendwas. Oxidation? Oxy, weiß nicht. Und die müssen. Die sind halt einfach weiße Blätter und gelbes Innenleben, weißt du? Stängel. Nee, nicht Stängel. Stängel ist grün. Nee, Stempel. Stempel, ja, das könnte sein. Auf jeden Fall wie so ein Gänseblümchen, weißt du? Mhm. Kennst du schon die Unterwasserpflanzen? Nee. Stimmt, es gab ja ein krasses Unterwasser-Update, ne? Ja, du bist so Unterwasserpflanzen, die vermehren sich von alleine. What? Da kann man Seetang rausbekommen. Okay, krass. Kannst du Sushi mitmachen? Ach, Quatsch. Ja, nee, das ist ja witzig. Boah, ich freue mich schon, wenn wir in Real Life Sushi essen gehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wenn es irgendwann mal stattfindet. Ja, warum nicht? Nächsten Sonntag macht Niklas in Real Life und den Sonntag drauf können wir es machen. Diesen Sonntag macht Niklas in Real Life. Meine ich ja. Nächsten. Also der nächste, der kommt. Diesen. Sozusagen. Ich habe die Dings da gefunden, die Blume. Ich habe auch Sugarcane. Du hast Sugarcane? Nice. Boah, Regen, Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Wir haben gar keine Betten. Niklas macht Sport, ihr geht essen, lol. Ja, also ich würde bei in Real Life nie Sport machen gehen. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich weiß nicht warum. Du bist die ganze Zeit verschwitzt nur. Ja. Nee, ich hab doch die falsche gefunden, aber jetzt habe ich die richtige, glaube ich. Oxy irgendwas. Genau, das ist die Oxy und so weiter. Daisy. Oxy Daisy. Oxy Daisy. Genau. Warte, vielleicht finde ich hier auch nochmal eine davon. Oh, hier ist ein Pferd. Aber bestimmt sind Pferde bei Suro, wären bestimmt voll geil. Ja, stimmt. So, Sattel, ja, so richtige drin. Ritterduelle oder so, das wäre schon nice. Das wäre richtig nice. Oh, nee. Also hier gibt es keine Gänseblümchen mehr. Ich bin gerade auf einer Steppe und hier gibt es hunderte von denen. Ja, dann nimm alle mit.
Ich hab schon 20. Das ist nice. Ja, wir müssen jetzt aber Kühe auch züchten, ne? Wegen den Leder. Ja. Aber ich habe hier Pferde, die kann ich auch einfach töten, die geben auch Leder. Matteo macht doch eben den Viererpilz. Ah, genau. Warte. Fuck, ich hab den jetzt nicht dabei. Ich hol das mal kurz. Boah, ich kann wieder eine Suppe essen. Mach ich mal schnell. Njam, 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 njam. Okay, so, also wir brauchen diese Pilze hier. Und wir brauchen das Knochenmehl. Was geben wir Knochenmehl, oder Chat? Was denn? Essen. Ja, danke, danke, mein Meister. Habe ich gesehen gerade. Dass man den Pilz wachsen lässt, geht mit Knochenmehl, oder? Weiß ich nicht genau. Aber wachsen die Felder auch schneller oder so? Nicht. Das Gefühl, das haben die verschnellert. Boah, ich hab immer das Gefühl, ich höre einen Zombie um mich rum. Okay. Wir brauchen Hühner für Pfeile. Stimmt. Ich habe noch keine gesehen auf dem. So, also das Weizen baue ich eigentlich nur an, damit wir Kühe machen. Kühe züchten können, genau. Also die Kühe kriegen automatisch auch Fleisch. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwie Weizen für Fleisch. Genau, und XP. Eigentlich ganz geil. So, okay, das ist schon mal soweit so gut. Dann nehmen wir mal hier das. Und dann hole ich mal die Kühe. Ich muss schon mal ein Gatter anbauen. Beziehungsweise wir machen erstmal ein Loch. Machen sie erstmal oldschool. So, machen wir hier ein 3x3. So. So, hier waren, glaube ich, auf jeden Fall Kühe. Genau, hier war eine. Oh, da ist eine. Null. Jumpscare Kuh. Okay, drei Stück. Da ist aber auch ein Zombie, auf den muss ich ein bisschen aufpassen. Komm, Kühe, komm, Kühe. Der Zombie kommt. Er will eure Gehirne. Okay. Was? Seil craften und legt bitte ein paar Hacken weg. Wie ein Seil. Was meint ihr mit Seil? Vielleicht mal die Leine? Leine für was? Die Tiere. Geht das? Ja, aber du brauchst einen Slimeball für. Echt jetzt? Ja. Das ist ja voll geil. Es gibt auch so Trader-Villager, die von Zeit zu Zeit kommen. Das kenne ich. Achso, die haben immer Lamas mit zwei Seilen dabei. Ach, die kommen? Ah, nee, das kenne ich nicht. Das ist einfach so, das ist so ein Trader-Villager. Oh no, ich bin hier reingefallen, wir sind Zombie. Scheiße! Gut, Matteo. Er nimmt irgendwas anderes als das Schwert. Warte. Trust mal. Wenn ich Critical mache, kann ich den so treffen. Weißt du, nur den. So. Nein, jetzt wird hier 300 IQ. I know. Also, wo ist Erde? Keine Erde, scheiße. Oh, ich kann die Erde. Muss ich nur erstmal wieder nach Hause finden. Da ist Erde. Kannst du vielleicht die Koordinaten geben? Warte. Bam. Okay, ich hab's, glaube ich, schon. Okay, brauchst du Koordinaten nicht mehr? Da bist du doch. So, dann füttern wir mal die Kühe und damit die Sexy Time machen. Sexy Time. Oh ja, macht Liebe. Sind auch XP. Ja. Hab ich mir geklaut. Nicht so schlimm. Hier, bitteschön. Nee, warte. Brauch die selber. Ja, mach du die mal ruhig selber. Ich hab ja noch unten, glaube ich, welche gelagert. So, jetzt wollten wir aber den Pilz anbauen, den großen, ne? Boah, ich hab wieder so ein krasses Müllinventar. Oh, das ist aber keine artgerechte Haltung von den Kühen. Na klar. Warum kann ich das hier nicht anbauen? Weil es zu hell ist, oder was? Fuck. Muss ich das jetzt draußen, drinnen anbauen, oder was? Oh.
Thema, Theo. Was denn? Ist gut. So, dann machen wir es hier drin. Also ihr meintet 8 hoch oder was? Irgendwo im Wald. 7 mal 7 mal 8 oder so meinten die. 7 mal 7 mal 8. Leck mich am Arsch. Ja, im Wald ist zu hell, oder? Das ist ja das Problem. Also 1, 2, 3, 4, 5. Die wachsen ja auch draußen. Die sind ja im Wald gewachsen. Ja, die wurden gespawnt da. Ja. Hier ist übelst... Oh, nee. Ja, das will ich nicht. Ach, fuck. Ja, okay. Oh, nee. Das geht wirklich nicht hier. Das ist scheiße. Also ich versuch's im Wald mal. Okay. Nachts im Wald. Okay, das ist schlau. Ja, dann kann ich aber auch nachts direkt hier machen. Muss ich nicht im Wald machen. Okay, so. Ah, hier sind wieder neue Bäume gewachsen. Die kann ich auch mal... Was war das? Warte, wir gucken mal. Ne, können wir nicht anbauen. Wir warten, bis Nacht ist. Und in der Zeit mache ich mir eine Axt. Und fäll die Bäume. So, wir brauchen das hier. Snap. Und zack. Okay, vielleicht eine zweite Axt noch. Komm. Alter, ich habe so viel Müll. Ist unmöglich. Ist das ein Müllventar? Ungefähr, ja. Also das raus, raus, raus. Raus. Nee, nicht raus. Hier, behalten wir. Halten wir. Also, machst du gerade Sachen da rein? Nee. Weg, 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 weg. Halte ich. Weg. Obwohl, das kann ich anpflanzen direkt. Damit muss ich wieder füttern. Das brauchen wir auch. Das behalte ich auch. Das behalte ich auch. Türen weg. Das brauchen wir weg. 28 Pilze aus. Ah, nee, das brauche ich aber zum Anbauen. Wir nehmen mal die beiden mit. Das weg, weg. Hast du schon eine Angel gebaut? Nee, ich habe gerade einen Bogen gebaut. Ah, okay, auch ordentlich, nicht schlecht. So, dann bauen wir mal hier weiter an. Ich sehe nur nicht, wann es Nacht wird. Hier ist ein Lama. Habe ich vorhin auch schon gesehen, habe mich voll erschreckt vor dem Vieh. Aber du hast ja schon Dings angebaut, nice. Ja, eben gerade. Sugar Canes. Aktuell gibt es keine Challenge. Doch, es gibt eine Challenge. Wir spielen Minecraft Ultra-Hardcore. Und wer stirbt, muss 7 Heuschrecken essen. Stimmt, 2 mal 7. Haben wir einen Mod hier, der das vielleicht mal eintragen kann? Das wäre nice. Also Ultra-Hardcore-Challenge. Bei Tod 7 Heuschrecken essen. Ich habe dich schon vom Tod gerettet, Matteo. Ne? Ich hab mich vor 7 Heuschrecken bewahrt. Stimmt. Oh, fuck. Man muss aber auch sagen, du hast dich auch davor bewahrt, weil unterlassene Hilfeleistung... Naja, ich. Fuck! Ich hätte auch einfach nur sehr lange brauchen können. Dann auf die arme Kuh zu boxen, Mann. Fuck, Mann! Okay, hier, ess das. Hier, du willst es, oder? Du willst es, du willst es. Komm, du kleine Kuh, komm. Rein da! Fuck, wo ist jetzt einer abgehauen, Mann? Komm her, komm. Es ist gerade dunkel, ich kann die Dinger anbauen. Bitte kann er die Peter anrufen. Nice. Und drin. Okay, gut. So. Dann. Hey, kann ich trotzdem nicht anbauen, Leon? Kann man es nur auf Stein pflanzen oder was? Nee, das kann nicht sein. Keine Ahnung. Hä, Chat? In die Hölle. Warum kann ich keine... Bau es unten an, sonst wachsen die nur nachts. Unter Bäume. Also die brauchen ein bestimmtes Light-Level. Leon, ich habe glaube ich, eine Hexe gehört. Viel Spaß, Mann. Ah, hier geht's. Aber unter Bäumen könnte ja nicht groß werden. Genau, ich mach gerade den Baum dann weg. Da gibt keinen Sinn, dann despawnen die mit dir. Really? Also die können nur bei einem gewissen Light-Level existieren. Wenn das Light-Level weggeht, dann... Fuck! Alter! Scheiße! Fuck my life, hab mich gerade erschreckt vor den Fuckern. Boah, Chat, ey. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Aber ich hab eine Kartoffel. Immerhin. Wie viel Perslöffel verloren? Sag ich nicht. Gut.
Dann frage ich auch nicht weiter. Okay. So, wir haben eine geile Kartoffel, die baue ich mal direkt an. Warte mal, wenn Axtkurs der Schwert ist, lohnt sich dann lieber eine Diamond... Oh mein Gott, ich bin fast in Lava gefallen. Ja, eine Diamond Pickaxe, richtig krass. Warum habe ich eigentlich keine Armor, wo ich Rüstung anhab? Jetzt schon verbuggt. Hast du doch. Ja, aber ich hier war gerade ein... Das ist ein Baby-Zombie-Pigman. Gott, was war das? Enderman. Ja, ein Enderman. Oh, die brauchen wir fürs Endportal. Warte, ich komme nicht raus. Matthias hat irgendwie mehr Action als andere in jedem Spiel. Ja, keine Ahnung, was das soll. Aber warte mal, bei Regen poltert sich doch die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Das heißt, du bleibst nicht da. Das heißt, du bleibst einfach hier in der Hölle. Kann ich eine Suppe essen? Ich brauch mal einen Apfel. Ja, und mit 3 HP. Ja, hab ich ja gerade gemacht, dann kamen 2 Zombies, haben mir in die Fresse geschlagen. Ja, dann schlag ihn zurück. Hab ich ja schon, die sind schon tot. Ja, sehr gut, dann kannst du weitermachen. Okay. Hapien! Oh Gott. Matteo, ich komm zurück zu dir. Ich komme. Zika! What the fuck? Alter! Was soll denn die Scheiße? Ich will eben einfach nur ein bisschen gechillt Minecraft spielen, ey. Oh Mann, ey. Will ich sagen, dass das fucking knapp war? Ich hab 1,5 Herzen und die waren alle vor der Tür. Es riecht nach Grill. Nein, Mann. Ich werde nicht sterben. Wenn du das dir nicht hilft. Ey, ich war gerade in der Hölle. Ich bin gerade rausgekommen. Ich sag, ihr müsst Betten bauen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit bei Matteo chillen, nur um ihn zu beschützen vor irgendwelchen Monstern. Stimmt, wir müssen jetzt eigentlich Betten bauen, sonst haben wir die HP ja, immer. Wenn jemand stirbt, dann ist es eh vorbei. Hä? Ist Hardcore, Matteo. Dann wird die Welt gelöscht. Aber die Harpien kommen doch... Oh Gott, die sind über uns. Die Harpien kommen doch, wenn man nicht schläft. Ach so, das meinst du? Ja. Was sagst du denn? Ach so, wegen Respawn? Nee. Um die Nacht zu skippen, weißt du? Gott. Aber wir haben keine... Oh, Alter, ich höre die. Die hören sich so ekelhaft an. Schlägst du die? Ja, ich hab die hier gesehen. Oh. So, okay, ich habe jetzt wieder 4,5 Herzen, glaube ich. Komm jetzt mal hoch. Alter, habe ich mir gerade in die Hose gemacht, Mann. Ich habe nur das Geräusch gehört von den Harpien, direkt so Herzkasper. Kriegst du es hin oder soll ich dir helfen, oder? Hol ich mal raus. Die sind 4 oder 5 Stück. Alter, okay, fuck off. Ich schalte mal auf dich. Okay. Leon! Ja, helf mir halt mal, statt hinter mir zu chillen. Ja, Leon, soll ich in die durch dich durchschlagen oder was? Du kannst halt mit rauskommen. Ja, okay, dann lass mich raus. Okay, komm. Wie viele sind noch da? Alle. Wie alle? Also, ich geh ja nicht raus. Ey, komm halt raus, Mann. Nee, ich geh wieder rein. Fuck you. Kein Bock auf Grillen, ich hab keinen Hunger. Hast du dich, ne? Ja, sorry, aber das ist richtig dumm, jetzt zu kämpfen gegen die. Wieso? Das ist ein XP. Ja. Gibt doch bestimmt irgendwelche Items. Du hast noch, wie viel? 6,5 Herzen? 5,5? Ja. Ich hab genug Suppen und wir können genug Suppen machen. Aber höre ich hier eine Hexe? Eins dead. Ist hier eine Hexe drin gespawnt? Nee. Und da lassen Hilfeleistung Alarm. Ja. Also das ist ja schon fahrlässige Tötung, die Leon da begeht. Fahrlässige Tötung an sich selbst. Da kann ich nicht intervenieren. Also er begibt sich ja in die Gefahrensituation. Bei mir war es ja so, ich war in einer... Oh Gott. Ja? Leon? Mir ist scheiß Kuhloch gefallen. Ja, das ist auch schon mal passiert. Okay, es gibt noch eine. Komm mal raus, Mann! Okay, bei einer helfe ich dir. Kann man die normal blocken, ja, ne? Warum ist die Tür auf? Hast du die Tür aufgelassen? Ja, damit ich wieder rein kann. Bist du wahnsinnig? Eine scheiß Pressure Pad. Das kannst du töten.
droppen die denn? Was ist das? Phantom Membrane. Hapse. Easy. First try. No hit. One die hit. Die helfe ich nie wieder. Aber ihr habt dir doch geholfen. Mhm. Ja. So, ich pflanze immer neue Bäume. Pass auf, Leon, ne? Helft dir. I'm totally helping you. I'm on your side. Power, ich hab einen Hit bekommen. Du auch. Nicht schlimm, ich hab genug. Hinter dir sind drei Zombies. Oh fuck. Ey, ich will, glaube ich, echt fast lieber mit Axt kämpfen. Aua. Kannst du mit dem Skelett weg, kommen wir danach? Ja, danach, oder? Jetzt, ich komme jetzt zum Skelett. Alter, ey, gib mir einen Insta-Auto-Aim-Headshot. Hinter dir, hinter dir. Spinne! Leon, kriegst du die? Nice. Boah, die sind 4, 5, das sind 100 ja, Skelette! Das sind alle Skelette, das sind 10! Boah, weg davon. Was ist denn los? Oh, ey. Oh, hier ist ein Sugarcane gepflanzt. Boah, die Skelette kommen immer näher. Lass mal die Base. Boah, wir töten die alle. Die geben nämlich alle Knochen. Ja, aber lass mir erstmal healen. Ich bin geheilt. Was bedeutet Ultra Hardcore? Man, also wir spielen auf Hardcore, aber man kann nicht. Der durch, haut ja nach hinten ab, der läuft von mir weg. Man kann nicht durch Essen Leben regenerieren, sondern nur durch so Special Items wie goldene Äpfel und so. Oh, ich muss jetzt mal wieder was essen können. Alter! Oh mein Gott! Leon! Schaffst du's? Er tötet sich selbst. Okay, okay, okay. Oh, oh. Oh. Leon, please don't die. Oh. Dann renn nach hinten weg, ich komm, ich komm, ich mach das. Komm. Okay. Okay, nice. Pass auf, zu regnen. Oh, nice. Brennt alles. Okay, let's go. Ich glaube, ich springe im Kreis, damit ich mich mal heilen kann. Ich hab noch 4 Herzen. 4, das ist ja richtig viel. Für meine Verhältnisse. Wie viel Damage macht eine Diamond Pickaxe bei einem Hit? Pickaxe? Meinst du Axt? Nee, eine Axt, genau, eine Axt. Keine Ahnung, du. Weil das wäre, glaube ich, richtig krass. Und die Steine. Hör, da kannst du ein Skelett um Wasser. Lol. Links bei dir ist einer. Oh. Baum geschält. Ich hab den Baum geschält? Null. Chat, wie geht das denn? Mit der Axt, oder? Rechtsklick? Nee, hab geschlagen. Mach rechtsklick. Hä? Alter. Ist das euer... Bäume zu schälen. Wofür ist das denn gut? Weiß ich nicht, aber dann hast du vielleicht geschältes Holz. Das ist ja richtig geil, was es alles gibt in Minecraft. Hast du, oder? Axt macht doch immer mehr Schaden, oder? Ja, genau, dachte ich auch. Wenn wir eine Diamond-Axt haben, Leon, alle können wir alles one-hitten. Dann farm mal lieber Diamonds. Ja, okay, gleich. Muss man auf Äpfel farmen. Okay, wir müssen also diesen... Aber wir müssen diese Vierer... ich muss mal diese riesen... Pilze anbauen. Jetzt muss ich unter der Erde machen. Was hat die erste Prio? Ja. Also, ich fütter erstmal Sugar Canes. Die Kühe. Du brauchst, hast du schon welche angebaut? Ja, aber ich will halt mehr. Jetzt bin ich wieder reingeplumpst, ich Vollidiot. Mann, ey, immer derselbe Scheiß. Monkeys. Ist das eine Spinne? Ja. Auf. Und die Inzuchtparty geht los. Also aus Wolle kann man doch Fäden machen, oder? Dachte ich, aber ich glaube, das geht nur mit einer Mod. Das haben wir nämlich bei Sura auch gedacht, aber es ging nicht. Oder Chat? Wenn man auf seiner Farm Masse Hühner schlachten will, wäre ein Schwert zum Beispiel besser. Achso, ja, genau. Ja, genau. Also sowieso für Flächenschaden ist ein Schwert eh besser. Und bei Sura ist ein Schwert auch besser, weil man schneller schlagen kann. Da gibt es den Cooldown nämlich nicht. Oh geil, ich kann heilen. Also First Hit von mir aus bei Suro mit einer Axt, aber danach mit dem Schwert. Die Diamond Axe macht 9 Damage, aber das Schwert 9,5. Das Dia-Schwert ist besser als alles andere, während im Lower-Tier-Bereich die Axt Single-Target mehr Damage macht. Oh, danke Leon to go für den Tipp. Das heißt, es lohnt sich doch nicht, eine Dings-Axt zu bauen. Siehst du? Ja, ich wusste es nicht. Ich auch nicht. Dann kannst du aber nicht sagen, siehst du.
Doch, weil ich gesagt habe, wer weiß. Ach so. So, ich baue mal die ganzen Dinge ab. Vielleicht kriegen wir ja einen Apfel. Hier fehlen ja welche. Was denn? Alles gut. Dann gehen wir jetzt ins erste Buch, Chat. Oh, echt? Jetzt schon? Ja. Du hast aber nicht meine Kühe getötet, oder? Doch, alle. Ja. Ach, ich brauche wirklich ein Leder. Aber wir haben unten genug. Ja. Kommt hier ein Huhn aus? Nein. Ist ja geil, wenn wir Hühner hätten als Farm. So, hast du meine Suppen hier rausgenommen? Ja. Vielen Dank. Ich hab doch hier Leder. Da. So. So, ich mach die mal hier alle weg. Ich probier jetzt einmal. So ein Trottel. So, Buch. Dann muss ich einmal runter. Wurde jetzt der Befehl schon angepasst für Info? Kann mir jemand Info schreiben? Und hier gehen wir an die Tier. Oh, wir haben 18 Uhr, Leon. Oh Gott. Also, ich habe jetzt gerade... Oh, ich habe einen Apfel! Ja, Mann. Wir haben ja, ich habe ja gerade ein festes Programm. Wir können von mir aus weiterspielen. Enchantment Table. Wir können von mir aus weiterspielen, aber das musst du entscheiden, weil du... Enchantment Table. Echt? Geil. Bring ihn in unsere Hut. Genau, es ist kein fester Programm. Ein bisschen weitermachen, wir können noch ein bisschen weitermachen, Chat. Ich hab Bock drauf. Ich auch. Auf geht's, Matteo! Oh, ich wait jetzt mal ein bisschen Food. Es gibt kein Info-Dings, oder? Oder der Cooldown gerade? Info, das ist der Run, Jump, Bonja Herz. Nee. Also, haben wir einen Mod hier? So, wo packen wir denn rein? Wir machen hier einen Raum. Ja, gerade gekommen. Okay, also, wir bräuchten bitte bei Info, was die Ultra-Hardcore-Challenge ist. Also, was ist denn die Ultra-Hardcore-Challenge, Matteo? Also die Ultra-Hardcore-Challenge ist, wir spielen auf Hardcore plus man kann keine HP regenerieren durch Essen. Und die Strafe ist 7 Heuschrecken essen, wer stirbt. Korrekt. Ja, das sind die Infos. So, Alter, wir haben 30 Oxidaisy. Ja. Boah, Leon, Alter. Ist der völlig OP. So, jetzt noch eins nach da. Fuck, die Pilze oben, hab die vergessen. Sind die jetzt tot? Also tot. Nee, da sind die doch noch. So, und der kommt dorthin. Weil nee, das ist doof. Ich mach die Wand noch eins nach hinten. Und der dorthin. So, wir haben jetzt unseren Enchantment-Raum. Oh ja, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank für die Anpassung der Info. Du bedankst dich bei mir, weil ich so viel mache für uns, aber okay. Ja, danke Leon, danke. Nee, jetzt will ich dann. Danke nicht mehr, du. Bringt uns irgendwas, bringt uns Rotten Flash irgendwas? Nee, ne? Rotten Flash? Nee, jetzt kannst du wegmachen. Wir könnten Rotten Roulette spielen. Jeder muss abwechselnd eins essen. Wer zuerst vergiftet hat, ist verliert. Dann? Die behalt die, das ist doch gut. Ist eine gute Hungerleiste, stimmt das nicht? Ja. Oh mein Gott, Alter. Ich hab auch gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast. Aber die kann auch nur essen, wenn man essen. Nee, kannst du immer essen? Kann ich nicht, ich Vollidiot. Das ist richtig dumm. Verloren. Nee, gewonnen ja eigentlich, aber verloren, ja. Oh, wie dumm das war. Heuschrecken sind sehr gesund. Das ist gut, unser Loch wird immer weiter erweitert. Oh, Apfel. Ich hab noch einen Apfel. Nein! Und noch einen Apfel. Ich hab's gerade gesagt. Okay, wir brauchen jetzt mal ein anderes Material. Hä, warum? Was ist da los? Ja, Heuschrecken sind wahrscheinlich sehr gesund, aber die großen schmecken echt ekelhaft. Wir haben viele hier. Wir haben kleine Heuschrecken. Also es sind eher Grashüpfer. Und wir haben... Mehlwürmer, aber die großen sind echt ekelhaft. Und das ist unsere Strafe. Warte mal, muss man die roh essen oder darf man die sich zubereiten? Roh. Wird mir gerade ein bisschen schlecht? Ja, so ein bisschen.
So, ich pflanze immer neue Bäume. So, was brauche ich denn jetzt gerade? Ich brauche mehr Sugarcanes eigentlich nur. Ich gehe mal auf die Suche. Ja, du hast doch welche gepflanzt schon. Ich lasse ja, aber es braucht halt ewig. Ich will Progress machen. Soll ich da Dings draufwerfen? Knochenmehl? Ich glaube, es funktioniert nicht. Nicht? Nee. Probier's mal. Nee, ich probier's nicht. Da haben wir nochmal drei. Ich mache jetzt erstmal den Pilz. Pilz ist Prio 1 jetzt bei mir. Chat, ich darf nie wieder vom... Oh, da ist ein großer Pilz. Okay, ich mache jetzt einen Pilz. Ich hole erstmal diesen Pilz. Das sind Kürbisse. Oh, Kürbisse übermachen. Geil. Bringt die was? Nee. Alter, mit der Axt geht das ja richtig schnell weg. Ja. Aber die Axt geht auch richtig schnell weg. Nicht so schlimm, die sind aus Stein. Bitte mal auf Matteo schalten. Hä, ich fäll gerade nur Bäume, ist langweilig. Bei mir passiert nichts. Ich bin nie in Lebensgefahr, Leute. Ist alles chillig. Oh. Was höre ich hier? Mehr Hühner. Warum höre ich denn hier Wasser geplanscht bei mir? Kann sein, dass ein Skelett irgendwo im Wasser in so einem Graben ist. Oder sind es Pilze, die im Wasser Geräusche machen? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Hm. Ja, diese kleinen braunen Pilze, die sehen aus wie so richtig leckere Champignons. Champignacs. Champignocken? Champignackis. Ich habe jetzt 16 braune Pilze, daraus werde ich jetzt einen riesen... Oh, da ist nochmal... Alter, wie viele Pilze haben wir denn? 11. Ich habe 4 Eier. Vielleicht könnten wir uns anfangen, Hühner zu züchten mit den Eiern. Lass mal versuchen, das wäre eine geile Idee. Komm, das sind die Dinger, die wir haben. Leon, hier sind Schafe. Ich habe hier auch ganz viele Schafe. Ja, dann scheren wir die. Warum? Ja, wegen Betten, dann können wir nämlich die Harpien. Was? Achso, töten wir auch. Ich habe schon genug Wolle. Ein Bett, oder? Zwei. Echt? Okay, ich habe jetzt auch 2 für 1. 2 for 1. Okay. Ist echt ein geiles Biom, muss ich sagen. Hier ist Wüste. Das ist Riesenpenis-Biom, ne? Chat, ihr habt ein gutes Biom rausgesucht. Oh, noch mehr Sugarcanes. GG. Warte mal, ich suche mal nach einem Wüstentempel. Vielleicht gibt's hier so einen. Stimmt, lass ihn gemeinsam erkunden dann aber bitte. Ja. Also wenn du einen findest, sag Bescheid, dann komme ich. Das ist meins. Ich muss sagen, Minecraft macht richtig Bock. Hm? Minecraft macht richtig Bock. Ach, okay, ja. Oh, was ist denn das hier? Krass. Hier sind ganz viele Mobs drin, ne? Was ist das denn da? Immer noch hier so ein Pilz, wie hier alles abgefackelt ist. Holy shit, ey. Ja, was bist was du? Was denn? Wie diese Pflanze, was ist das? Das kenne ich auch nicht. Eine Sonnenblume. Ah, die ist nicht ausgewachsen, eine Sonnenblume, ja, kann sein. Ey, das ist wirklich ein, das hier ist ein Dorf. Ein Sanddorf. Vorne. Soll ich kommen? Ja. Warte mal. Es wird aber Nacht, Leon, gerade. Da vorne ist eine Koralle. Das sind Korallen. Das ist ein Korallenriff, Matteo. Okay, lass tauchen. Ich bin dabei. Ich muss voll HP werden, warte. Zombie! Was? Der hat mich schon wieder gerne reingeklatscht, der Penner, ey. Mann, warum raff ich das denn? Du sterben, wenn die Leute es nicht sehen? Sorry, I try. Oh mein Gott. Harpien! Bei mir oder bei dir? Bei mir. Bei mir auch. Oh, fuck. Die killen mich. Fuck. Ja! Verpisst euch. Aua. Da! Oh, ich bin safe. Oh mein Gott, Skelette. Mach zu, mach einfach zu und chill. Okay, bau ein Bett. Ich baue mir auch ein Bett. Fuck. Oh, ich sagte, wir müssen pennen wegen einem Scheißhabchen, Mann. Ich sag's dir doch noch. Oh, bau ein Bett, bitte. Oh, jetzt bitte Bett! Ja, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz hier eine Suppe rein smashen. Oh, ich kann nicht resten, hier sind Monsters nearby. Echt? Dann musst du die erst clearen. Nee. Alter. Ich warte, bis die weg sind. Oh, mir tun. Oh, fuck. Theo. Okay, warte, ich baue jetzt ein Bett, ja. Fuck, Alter. Okay, ich bringe jetzt mal die ganze Zeit für Suppen. Was? Was? Diese Cheater hat er durchgeschossen! Really? Lol. Fuck! Was haben die für harte Aimbots? Nein, Leon, ich kann kein Bett bauen, weil ich nicht gleiche Wolle hab. Ich hab drei verschiedene. Guck mal, das sind zwei weiße und einen graues und es geht scheinbar nicht. Kann ich die färben? Wenn du Knochenmehl hast? Nee, ich hab hier Rosenbüsche.
Kann man Knochenmehl färben? Okay, ich versuch zu färben, Leon. Warte mal, bleib cool, ja? Mhm. Bitte, cool. Bitte stirb nicht, bitte nicht. Ich bin im Bett. Okay. Also, wie geht mit Knochenmehl färben? Man macht erstmal Knochenmehl. Und jetzt die Wolle da drin. Und dann die Wolle und das? Nee. Mhm. Ah, das muss, gib mal raus. Hä? Warum kam das denn? Warum war das vorher? Welche Farbe, genau. White Dye, okay. So, dann machen wir das raus. Dann so. Ja, genau. Hä? Okay. Oder brauche ich drumrum, weißt du, vielleicht alles? Nee, warte mal. Chat, du hast gerade das Recipe bekommen. Hab ich? Ja, ich mach mal dich an. Chat demanded. Falter Screen, ach so. So, Recipe. Wie färbe ich was ein? Light Gray Dye. Da sind noch Blöcke, die Farbe ändern. Powder, Brown Concrete, nee, nach rechts. Rechts die Blöcke, die beiden. Nee, eins hoch und ganz nach rechts. Genau da. Nee, da, was hast du richtig? Runter, eins runter. Runter. Da, Wolle. Ah, nebendran. Geht nur mit weißer aber anscheinend, guck mal. Nein, warte. Man muss auch weiße herstellen können, was soll denn erscheinen? Also du kannst doch die weiße färben mit rot. Wie geht denn das hier weg? Ich habe nur zwei rote Sachen. Grau, du brauchst grau dann. Wie krieg ich denn das hier weg? Du machst aufs Buch. Ah. Du musst Grey erzeugen. Warte mal, ich mach einfach hier so. Das geht nicht, Matteo. Zack. Scheiße, geht nicht. Du musst graue erzeugen. Aus? Du musst grau. Ich weiß nicht, was graue Farbe ist. Chat, womit macht man graue Farbe? Einmal eine Blume zerlegen. Schwarz-weiß. Okay, hast du schwarze Farbe. Wo soll ich ein Schwarz jetzt nehmen? Wo ist ein Schwarze her? Tinten sagt, du musst einen Tintenfisch töten. Wie soll ich denn jetzt einen Tintenfisch finden, Mann? Ich hab vier Äpfel, Alter. Machen wir erstmal einen goldenen Apfel. Ich bin jetzt einfach auf der Stelle, bis ich essen kann. Ja. Also mal erstmal goldener Apfel. So, den baller ich mir direkt rein. Also es gibt echt direkt nebenan Tintenfische. Wenn du rausgehst und links zum Fluss. Okay, ich versuch's. Aber die Haken sind halt draußen, ne? Ja. Lass mal gucken, ob die noch über dir sind. Ja, okay, ich gehe jetzt mal raus. Kommen die. Verschwinden die tags? Geh mal nach links. Einfach links zum Weg. Geradeaus jetzt? Da ist sie. Also nur eine, oder? Nur eine. Lauf. Genau dahin. Nee. Lauf einfach, lauf. Rechts halten. Nee, links, ja. Weiter rechts. Genau da in die Richtung gehen. Und dem Fluss jetzt folgen. Da vorne in der Bucht. Hier vorne waren welche. Links. Da ist so einer, oder? Links. Nee, Leon. Oh mein Gott, hier sind Zombies! Leon, please don't die. Okay, die killen hier die Villager. Was, echt jetzt? Ja. Der wird dann Zombie-Villager, ne? Ja. Dann habe ich ein richtiges Problem. Also hier ist kein... Oh nein, hier ist auch ein Zombie unter mir. Fuck. Hast du einen Tintenfisch? Nein, ich finde keinen. Chat, man kann nur weiße Wolle färben und wir haben zwei weiße und eine graue. Das heißt, wir brauchen wieder eine graue Wolle. Oh, Leon, Alter! Ja. Vor mir sind 1000 Creeper! Ja, ziemlich schön. Alter, warum läufst du da durch? Ja, damit die explodieren und sterben. Und einer ist bei unseren Kühen drin! Und da ist noch einer. Oh, nee, ey, Leute. Och, nee. Wo ist die fucking Harp hier? Weg. Nee, die war da noch. Ich hab sie noch gesehen. Alter, leck mich doch am Arsch. Okay, Zombie, komm her. Die Dark Souls, Mann. Nur krasser. Ja. Oh, Creeper! Aber es wird gleich Tag. Oh, der ist RIP? Nice. Ja, dann chill da drin einfach. Da links war doch einer, oder? Im Fluss. Warte. Hier, der ist RIP. Guck mal links. Hier. Hier vorne irgendwo, dachte ich, hab ich einen gesehen. Gehen jetzt mal in den Schatten. Da ist ein Skelett und eine Spinne. Frag mal, ich bin so RIP hier.
Okay, 3 Critical Hits, dann sind die auch down. Ich muss den da unten eigentlich killen. Fuck. Ach, der despawnt irgendwann bestimmt. Meinst du? Mhm. Ey, da sind einfach 6 Skelette. Guck mal. Ja. Voll die Suicide-Chaos gerade. Okay. Ja, ich kann gerade nichts machen, Leon. Ich finde keinen Ding. Der Mond geht gerade gleich unter. 2-3 Minuten. Da ist eine Spinne. Ist sie getriggert? I hope not. Ich glaube, Schafe findet er nicht mehr. Oh Mann, ich kann... Ach, der Creeper da unten, der ist so abgefuckt. Du musst ja eh nicht zu den Kühen. Ja, wir müssen ja füttern. Was höre ich denn hier? Okay, der ist RIP. Hab hier? Nee. Doch! 2 Stück. 4 Stück. Nee, es sind 4 Stück. Oder 2 Stück? 3 Stück sind es, 3 Stück. Okay, ich bin weg. Au revoir. Au revoir, mon ami. Alter Schwede. Oh. Geh rein, Monke S. Ja, Mann. Ich bin jetzt drin. Oh, hier ist. So, das. Das kommt weg. Und das kommt weg, das kommt weg. Piss dich, Mann. Es wird Tag. Die nehmen wir mal mit rein. Oh, ich habe so viel Pilze. Ey, ich mach jetzt Suppen. Guck mal, hier waren noch leere Dings. Okay. So, für Suppen brauchen wir das. Das und das. Alter, guck mal, hier viel Suppen ich hab, Leon. Wir haben immer noch 20 über. Immer noch 4 Harpien über mir. Aber ich kann mich voll HP machen gleich. Cool, ich bin immer noch hier getrappt. Ja, wo bist denn du? Soll ich zu dir kommen? Ja, zu mir. Nein, oder? Nein! Was bist du für ein Anti-Mate? Ja, dann sterbe ich halt. Ja, wieso stirbst du dann, wenn wir hier zusammen sind? Okay, wo bist du? Gut, die Harpien brennen gerade. Ach echt? Die brennen tagsüber? Ja, 270 minus 250. Okay, ich guck mal hier draußen nach den Harpien. Okay, Harpien sind weg. Ginos Welt? Warum heißt denn Gino Ginos Welt? Gino, warum heißt denn Ginos Welt? Ist das Gino? Gino, Mann. Chat, ist das Gino? Oder ist das ist ein Imposter? Das ist ein... Das ist ein falscher Gino? Trittbrettfahrer. Fake Gino? Ja, Mann. Nein. Ginos Welt, wie sie, gefällt. Das ist nicht der echte Gino. Was ist das? Truste dem nicht. Die Harpien sind weg übrigens. Ach wirklich, Matteo? Ja, habe ich gerade festgestellt. Krass, Mann. Geil, oder? Das ist echt so. Ja, jetzt muss ich. Und mal, oh Mann, wie füttern wir denn jetzt unsere verdammten Kühe, wenn da der Creeper drin ist? Der despawnt irgendwann. Schön. Schuhe? Ja. Okay, warte. Matthias ist ein guter Feststeller, dankeschön. So, ich baue das hier mal neu an. So, ich könnte versuchen, warte, wir machen das folgendermaßen. Wir füttern die Kühe von weit weg. Und wenn die bumsen, kriegt der Creeper Angst vor denen. Fuck. Bogen wäre nice, stimmt. Du bist echt, du bist so ein Genie. Herrlich. My life, ey. Ah, ist immer dasselbe. Immer dasselbe im Videospielen. So. Oh ne, das wollte ich nicht.
Mann, ey, die geilen Kühe. Warte, das hier ist ja unsere Base. Lol. Ich hab unsere Base aufgesprengt. Oh, war da ein Apfel? Nee, es war ein Steak, glaube ich. So, na gut, dann haben wir hier ein größeres Loch. Wo finde ich jetzt wieder Kühe? Wann sind die eigentlich fertig mit dem Spiel? Heute, meinst du? Ja, mach noch ein bisschen, oder? Leon, stirbst du? Nee. Nein. Bin fein. Ich habe mich dann selbst befreit, nachdem du mich wieder im Stich gelassen hast, wie immer. Hallo, ich musste um mein Leben kämpfen. Mhm. Du hast mir auch nicht geholfen, gerade eben. Hä? So. Wo ist Gino eigentlich gerade da? Ich habe Ginos Podcast vorgestern Nacht alle vier Episoden, waren es vier? Vier oder fünf? Vier, glaube ich. Komplett durchgehört. War voll nice. Also wenn ihr mal... Ich glaube, der hat heute sogar die nächste Episode aufgenommen. Echt? Ich glaube, hat er eine Story von erzählt. Genau, schaut mal da auf Good Gains vorbei. Und ich mache auch ja jetzt dieses intermediäre Fasten. Das ich war, auch. Das war in einer Folge. Machst du echt? Ja, habe ich heute gemacht. Deswegen habe ich um 16 Uhr gegessen. Ach, ich habe von 24 bis 16 Uhr nichts gegessen. Ja, ich mache es immer in den streamfreien Tagen. Versuche ich halt so eine Kombination zu machen, dass ich über 16 Stunden lang nichts esse und dann mich vollfresse wie ein Schwein. Und an den Tagen, an denen ich streame, kriege ich es nicht komplett hin. Weil da habe ich halt mittendrin diese 8 Stunden Stream. Mhm. Und ich kann mich davor halt vollstopfen, aber während dem Stream esse ich ja nie was. Eigentlich müsste ich während des Streams essen. Ich meine, extra um eine 16 Uhr Pause esse ich jetzt was. Ah, stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee, beim Wechsel zu essen. Ja. Dann könnte ich auch um 16 Uhr essen und das letzte Mal um 0 Uhr. Genau. Aber du gehst halt später schlafen. Ah, stimmt, ich gehe später schlafen, das ist dumm. Na gut. Eine gute Pizza langt. Wie heißt der Podcast? Der Podcast heißt Good Gains Podcast. Good Gains minus Podcast. Und die Seite heißt auch good-gains.de, oder? Glaube ich. Und da findet ihr auch den Podcast auf Spotify und iTunes, glaube ich. Hat den auf Spotify gehört. Matteo. Was denn? Du bist ja wieder da. Nice, ja, Leon. Ab willst jetzt? Du Suppen? Ja. Ja, hier, warte. So, ab jetzt. Was ab jetzt? Ich hab keinen Inventarplatz mehr. Warte kurz. So. Die kann ich gerade nicht nehmen. So, ab jetzt, wenn irgendwas ist, zum Beispiel Harpien kommen, dann schlagen wir Alarm, okay? Okay, wie machen wir das? Wir haben eine Glocke? Hä? Was? Wie geht denn das, Chat? Das ist ja richtig nice. Wie baut man die? Oder muss man die finden? Nur du kannst die Glocken. Nee, hey, du musst von der Seite. Komm mal her. Ich mach's doch gerade. Wer reicht jetzt? Ring the Bell of Awakening. Ich werde heute die erste Bell läuten, sage ich dir. Glaube ich auch. Was? Nein, du musst sagen, glaube ich nicht, damit ich dann eine Herausforderung habe. Nee, ich glaube, du schaffst das. Ich muss einfach mega OP machen. Ich brauche einfach richtig krasses Gear. Was für Waffen hast du immer benutzt bei deinem Run? Ja, die mit der ich gestartet bin. Wie? Was? Ja. Du hast nicht deine Waffe geupgradet? Nee. Warum nicht? War das Teil der Challenge? Mit welcher Waffe hast du gespielt? Mit verschiedenen. Ja, aber ich habe mir manchmal auch das Claymore oder die Hellbelt genommen, aber die machen genauso viel Schaden wie die anderen. Wichtig ist halt nur, dass du das Goldpan Risen benutzt. Ja, das will ich ja sowieso machen, aber ich will auch meine Waffe leveln. Leon, wir haben hier ein Loch in der Decke. Ja, sowas. Haben wir, ich weiß, haben wir Erde? Nee. Ich mach das hier mal weg. Ich hab auch einen Komposter geklaut. Geklaut? Ja. Wie baut man den eigentlich? Müssen wir mal lernen. Ja. Chat, weiß jemand, wie man den Komposter baut? Ich hab den hier hingestellt jetzt. Ich glaube irgendwie mit Zäunen oder so. Daniel hat irgendwas immer von Zäunen gesagt. So, Mundai.
Ja, vielleicht ist das Dach der Basement wieder zu machen. Ja, ich arbeite gerade dran. Mach ich jetzt. Danke. So, Achtung. Ja! Ja! Okay, nice. Ist zu, Leute. Oh, der Komposter ist hier vorne. Geil. Ich mach da mal Weed rein. Freshes Weed. 420 in den Chat, bitte. Nein, keine 420s in den Chat, sonst werden wir hier von der Polizei angeklagt. Ja, nice. 420 Vape Nation. Ich glaube, dieses 420 Vape Nation, das posten immer nur Leute, die eigentlich gar nicht wirklich selber kiffen, ne? Glaube ich auch. Immer so Trittbrettfahrer. Nee, das ist wie ein Meme halt. Ja, Trittbrettfahrer, sag ich ja. Trittbrettkiffer, meinst du? Ja. Schuhe? Ja, nee, nicht ganz Schuhe. Bin mir nicht ganz Schuhe. Aber schon so 80%. Ich habe ganz viel Weed übrigens. Ich auch. Also zu Hause. Es war ein Scherz, liebe Polizei. Wenn ihr das jetzt gerade hört, dann fahrt nicht zu mir nach Hause. Ich habe keine Weed zu Hause. Ihr wisst auch gar nicht, wo ich wohne. Ich glaube schon, dass die Polizei das weiß. Ich habe richtig hart 420 die letzten Tage. Nice. So, okay, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Weißt du, was geil wäre, Leon, wenn wir Kühe hätten? Ja, dann kümmere dich doch mal drum, nachdem du alle getötet hast. Ja, mache ich jetzt auch. Erstmal gucken, ob ich mit Knochenmehl das wachsen lassen kann. Nein, das geht wirklich nicht. Scheiße. Okay, dann versuche ich mal Kühe ranzulocken. Fuck, Mann, dass sie alle gerippt sind. Großeinsatz bei Matteo. Lustig. Jetzt wird sich freuen. Jetzt sitzt du zu Hause. Ja, sitzt unter uns am Rechner. Die brechen die Tür, ein SWAT-Kommando kommt durch die Fenster gesprungen. Wo ist ihr 420? Anonymer Hinweis. Ja, anonymer Hinweis aus dem Internet. Wir brauchen Leder. Hast du Leder? Zufällig 10, ja. Euch. Bring ich dir. Hier sind keine Kühe mehr, Leon, wir sind RIP. Ja, wie gesagt, kümmere dich drum. Wenn du ihn nicht ranschaffst, wirst du als nächstes zur Kuh. Oh, bist jetzt so ein Zuhälter-Dings, der mir droht, wenn ich keine Kühe besorge. Du machst mit dem Kuhkopf gleich nächste Nacht auf. Spielt Jens eigentlich noch GTA-RP? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß das nicht. Glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er wieder anfängt, weil die sind alle weg, ne? Nancy ist weg, Stulle ist weg, ist Nana weg? Also wenn Nana weg ist, dann bin ich auch weg. Ferdi ist weg, also Ferdinand, der Dings, also der Dekadent ist auch weg. Nobby ist weg. Sind einfach alle weg. Morgen geht der Stay-Server online, ja. Nana bleibt auf AS. Ah, okay. Ab morgen AL, da bin ich sehr gespannt. So, was haben wir hier? Hier ist noch Eisen, das nehme ich mal mit rein. Boah, Leon, Alter, ja. Achtung, ich werde jetzt auf 9,5 HP gehen. Seit Start war ich nicht mehr so hoch. Krass. Ich war heute schon mal auf ein halbes Herz. Stulle spielt doch. Ich glaube, Stulle macht nur noch die Einreisen. Weißt du, was ich meine? Der macht nur noch die Einreisen, macht nicht mehr, der spielt nicht mehr. Also Einreisen macht er auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob er so noch spielt. Ja, das weiß ich nicht. Leder, ach so, Leder, scheiße. Ich mach mal in die Box, in die Kiste, Leon. So, wir haben 12 Leder in der Kiste. Und ich höre hier einen Zombie. Ist das hier drin? Ja! Wo kommt der denn? Du mit deinen scheiß Pilzen, ne? Fuck. Oh. Mach doch mal. Hör auf. Lass. So. Ah, Leder. Okay. Ist hier noch was drin? Oh Mann, ey. Nee, ist nichts drin. Und der Pilz hat sich nicht mal vermehrt. Scheiß auf die Pilze, Mann. Wir machen das jetzt richtig mit diesem Power vermehren. Weißt du, wie der Weed? Nee, ich mache jetzt eine Pilzfarm, aber nur für große Pilze. Mache ich hier unten. So, also wir brauchen eine Pickaxe.
Oh geil, ich krieg schon 30er Enchantment. Monsterfarm läuft. Stimmt, wir haben eine Monsterfarm gebaut, Chat. Oh, stimmt. So, warte mal. Wie hoch muss es sein? 8 hoch, meinte der Chat, oder was? 7 mal 7 mal 8. 7 mal 7 mal 8, das ist schon mega riesig, ne? Ja. Auch riesig. Wie rechnet man das aus? 7 mal 7 sind 49 mal 8. Was sind das, Chat? Rechne mal 50 mal 8. Das sind 400. Minus 8. Oh, es sind also. 92. Krass, wie schnell du rechnen kannst, Alter. Aua. Was war das? Creeper. Matteo Stulle hat schon vor einer Woche den Support abgegeben. Ach, krass. Ich habe letztens seinen Stream geguckt, und er meinte, er wird noch bei der Einreise erhalten bleiben. Ja, genau, aber den Support macht er nicht mehr. Ach so. Das ist Verschiedenes. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, krass, gut zu wissen, ey. Ja, deswegen, ich kann euch nicht sagen, ob Jens noch auf Homestage spielt. Da müsst ihr euch mal selber Bescheid geben. Monsterfarm, damit ich meine tägliche Energy bekomme. Viel zu amazing, man. Oh, ich hätte voll Bock auf Energy Drink, Leon. Mit einem Kühlschrank. Der ist bestimmt von... Von mir, ja, von der letzten Laden. Ach, ist deiner? Ist meiner aus der letzten Laden. Nee, stimmt nicht. Doch, ist meiner aus der letzten Laden. Darf ich einen trinken? Nein. Für... Hebe ich mir für die Laden auf. Okay, na gut. Also, du kannst mir den neuen kaufen, dann ja. Was kostet so einer? Leon? Weiß ich gar nicht. Ich höre einen Creeper. Ja. Bei dir. Kontrollierte Zündung. Kontrollierte Zündung, so wie bei mir, bei den Kühen? Ja. Okay. Ich hab grad die Alarmglocke geläutet, Matteo. Soll ich rauskommen oder soll man dann reingehen? Ja, was? Raus. Achso, raus. Ich dachte reingehen dann bei Alarm. Nee. Wie bei Fliegeralarm, weißt du? Ja, da geht man auch raus. Nein, da geht man rein. Da geht man raus und guckt, was abgeht. Geht man rein. Ich gucke jetzt nachts immer Dokus, ne? Echt? Also TED-Talks und richtige Dokus. Und gestern habe ich 2 TED-Talks gesehen. Einmal über AI, also Artificial Intelligence. Hier, Matteo. Und eine über Tritium. Also Thorium, sorry, nicht Tritium. Thorium. Du hast ja Kühe. Ja. Hast du die schon gefüttert? Ja. Das ist ein Baby. Okay, geil. Über Thoriumreaktoren. Und was dann, ist das? Thorium ist... Ah, Achtung, Leon, Alter, da sind 1000 Gegner. Ja, ja. Und eine Spinne. Oh, lass mal zurück ein bisschen. Erstmal die Spinne. Ja, okay, ich komm. Die sind ja eh alle auf mich getrobert. Weißt du, was krass wäre, wenn es ein Mini... Holy shit. Ey, ist alles tot. Ja. Also kontrolliert. Nein, kontrollierte Sprengung, Leute. Kontrollierte Sprengung. Hinter uns. What? Wo? Hinter dir. Ja, den habe ich gesehen. Oh. Oh, Leon, nicht wieder die Kühe. Er ist tot. Habe ihm Headshot gegeben. Easy. Oh Mann, ey. Lacker. Das war eine Art mit Lack zu tun. Das war super krass. Das war mega kontrollierte Sprengung. Jedenfalls. Ja, TED Talks sind sowieso super. Und Thorium ist ein radioaktives Element, was man brüten kann in Reaktoren. Und das wird dann weiter, also mit Neutronenbeschuss wird das dann zu einem anderen Element. Und also es hat so eine Kette und dann am Ende wird es Uran-233 und das zerstrahlt dann und daraus macht man dann, boah, fuck, Alter. Und daraus macht man dann, gewinnt man dann halt Elektrizität durch die Hitze und den Wasserdampf und sowas. Also so einfach ganz normal wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Mhm. Das Gute bei Thorium ist aber, okay. Weißt du was? Den Thorium-Talk verschieben wir mal. Oh, du hast mich, glaube ich, geschlagen. Alter, was? Nee. Zombie? Ja. Achtung. Hapien! Okay, let's go. Rein, vier rein, Stück. Rein, 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 vier Stück. Die One hitten uns. Weg, 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 weg. Ah. Leon, 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 rein, 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 rein. Lässt mir die Tür auf? Ja, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Warte, ich komm, da kommen voll viele Skelette. Okay, nice. Kommt mit vier Hapchen angeflogen. Warum erklärt Maurice uns das nicht? Ja, ich würde gerne mit Maurice über Thoriumreaktoren sprechen. Weil das Besondere bei den Thoriumreaktoren war, nicht nur, dass Thorium erstmal 2 bis 3 Mal häufiger zu finden ist in der Erdkruste als Uran, also das spaltbare Uran, sondern das ist auch nicht so gefährlich und die Spaltprodukte davon sind aber
nicht geeignet für waffenfähiges... für waffenfähige Nutzung? Ja, genau. So, dass man, man kann keine Atombomben daraus bauen. Also das Uran-233 eignet sich nicht so gut wie Uran-235 war es, glaube ich, oder so. Mhm. Ach, Thorium. Matteo, du nuschelst heute. Hey, was habe ich denn sonst gesagt? Herr Thorium hat er die ganze Zeit gesagt. Ich habe die ganze Zeit gesagt. Was habe ich denn sonst gesagt? Oh Gott. Und es strahlt auch nicht so lange nach. Korrekt. Und das Geile ist, wenn man die mit Flüssigsalzen moderiert, also man macht die dann, also man macht dann, es sind dann keine Feststoffbrennstäbe bei Thorium, mhm, sondern die werden gelöst in einer Flüssigsalzlösung. Ja. Ich glaube mit Fluorid oder so. Und dadurch sind die super krass sicher, weil, wenn die zu heiß werden, dehnt sich diese Flüssigkeit, in der das Thorium gelöst ist, aus und dadurch nimmt der Wirkungsgrad ab, weil die Dichte nicht mehr so hoch ist, weißt du? Mhm. Okay, ich glaube ich. Oh Gott. Auf jeden Fall können wir da mal mit sehr, auf jeden Fall sehr interessante Doku, gab es auf Amazon Prime. Da wird mit Mods gespielt. Nein, wir spielen komplett Vanilla, aber ultra hardcore. Also, könnte ich die Zombie-Pigment mal verpissen? Kann man Thorium essen? Ja, auf jeden Fall. Kann man Thorium essen, ist aber nicht gesund. Da hinten sind die Harpien noch. Warum war das kein Critical? Okay. Oh. Okay. Ich bin Loch gefallen. Oh, alles gut. Habe ich noch eine Suppe? Ja. Kann ich die benutzen? Ja. Oh, ich werde Full HP sein. Nee, doch nicht. 1,5 Herzen habe ich dann noch. Also ein halbes Herz fehlt mir dann noch. Thorium, kann man das auch nicht im WoW abbauen? Weiß ich nicht. Thorium wurde in Norwegen entdeckt und wurde dann nach dem nordischen Gott, also aus der nordischen Mythologie, Thor benannt. Das ist voll witzig. Was ist mit dieser Spinne los? Warum? Okay, die ist RIP. Nein, jetzt habe ich aber auch zwei Fäden, oder? Oh nein, hier ist ein Gast! Was? Leon, please! Don't die. Der hat mein Portal kaputt gemacht! Ich mach's an! Warte, ich muss Dings holen. Ich muss, was brauche ich dafür? Warte, hast du ein Feuerzeug? Leon, hast du ein Feuerzeug? Ja. Fuck, Alter! Warte, wie baut man denn ein Dings? Wie baut man denn mal ein Feuerzeug? Ein Flintstone brauche ich, ne? Ah, du bist raus? Okay, alles klar, gut. Boah! Steht da plötzlich ein Gas über dem Portal. Ich geh wieder rein. Umschalten. Scheiße. Okay, dann schalten wir um. Schalten wir auf Leon. Warte. Komm her, du hässliche. Hässlicher Zahnverschnitt. Was? Ich komm mit. Ich fight hier mit Leon. Wo bist du? Unten? Ja, im Portal. Wo geht's denn runter zu unserem Portal? Ah, hier. Das ist ein bisschen Ballerballer im Kopf. Leon ist Schockstarre, Monk S. Hat's auf Schiss gerade, Leon? Hä? Ist einfach, ist dumm. Hast du Pfeil und Bogen? Nee. Er ist neutral plötzlich. Er ist chill. Auf mich auch? Anscheinend. Lull. Soll ich einen Pigman töten? Hä? Ich töte mal Pigman, ja? Ja. Aber Pikmin kann man eigentlich geil farmen, ne? Da kriegt man gut XP, glaube ich. Geht so. Oder nicht? Nee? Quarz kann man gut farmen. Ach, Quarz, stimmt, du hast recht. Braucht man dafür. Oh, Alter, hier ist mir ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Oh, nee, ich gehe wieder raus, Leon, da habe ich ja nicht so Bock drauf. Ja, Matteo, du bleibst jetzt hier. Okay, na gut. So ein bisschen Quarz farmen oder sowas. Okay, ich grab mich mal hier rein für Quarz. Boah, hier ist aber auch Lava. Alter, Leon, nee. Doch. Da habe ich schon angefangen, mich reinzugraben, aber ich bin irgendwo rausgekommen. Lass mal einfach hochbauen. Au! Was passiert? Damage bekommen vom Fallen. Ich höre hier noch einen Gast, glaube ich. Ist ein anderer, oder? Weiß ich nicht genau. Kann man mit einer Stein... Oh, er ist nicht mehr chill. Was? Ich komm. Neuer gekommen. Er schießt auf mich! Da kann man zurückschlagen, das Zeug. Ja.
Ja! Fuck. Wie viel fährst du noch? Geht so? Leon, geh mal raus dann. Leon! Oh, Leon! Okay, ich verpiss mich auch. Du bist gestorben! Du bist gestorben! Bist du verbrannt oder was? Gut. Oh, dann wird es ja noch ein bisschen Essen geben, Chat. Da gibt es ja noch ein bisschen leckeres Essen jetzt. Warte mal, gehe ich mal hier raus. Kannst du meine Sachen noch mitnehmen? Jetzt ist ja die ganze Welt im Arsch. Du kannst ja nicht rejoinen. So. Wir müssen eine neue Welt machen. Ist ja ultra hardcore. Alter. Nice. Tschüss. Nee, nix, tschüss. Geh mal schon in die Küche. Mach schon mal die Cam an. Okay, Chat. So, save and quit to title. Quit game. So schnell geht's. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Warte mal, was haben wir hier? Oh. Ach ja, leckere Heuschrecken. Bleh. Schüttelt's mich ein bisschen. Warte mal, ich mach mal Licht an. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir waren eigentlich schon durch, ne? Also wir wollten eigentlich gar nicht weitermachen. Ist die Cam an? Warum sieht man nichts? Leon? Ah, da. Jetzt geht's. So. Also wird jetzt schon schlecht. Ja, glaube ich. Wird jetzt schon schlecht. Das glaube ich. So, übrigens, ich habe noch viel mehr Pakete bekommen. Wir haben Pakete aus Japan bekommen, Chat. Hier, zwei große Pakete aus Japan. Wird jetzt schon schlecht und mehr Hände schwitzen. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Warte, wo sind denn die großen? Ich hoffe, die wurden einfach weggeschmissen. Ich hoffe, die sind einfach weg. Ich hasse mein Leben. Warte mal, weißt du was? Während du die isst, esse ich meine veganen Frikadellchen. Vegane Frikadellchen. Warte, nee. Aua, ich bin hängen geblieben an den Wing. So, ich suche mal 7 Stück raus. Wir brauchen einen Teller. Ein kleiner, leckerer Teller. Nee, du suchst auf keinen Fall 7 Stück raus. Ja, aber es müssen ganze sein, haben wir gesagt. Also ja, aber ohne Kopf und Flügel, meinst du? Ah, stimmt, so ohne Kopf und Flügel, ja. Ohne Kopf und Flügel. Alter, guck mich an. Oder doch mit Kopf-Chat. Nein, wir haben es gesagt. Oh, wenn ich das schon sehe, kriege ich keinen Bock mehr, ey. Fällt ein bisschen schwer, daneben zu essen, Leon. Hey, du hast vorhin selber gesagt, ohne Kopf und Flügel. Ja, ich weiß, habe ich gesagt, aber ich weiß nicht, was Chat jetzt gerade sagt. Jetzt zeigen. Ja, wir zeigen die gleich, wenn er sie ausgesucht hat. Die sind ja alle kaputt. Die sind alle kaputt. Ganze gibt's nicht. Wie? Es gibt keine Ganzen, die sind alle irgendwo kaputt. Ja, dann musst du die Körper halt raussuchen. Wart ihr nicht ein Team, muss Matteo nicht mitessen? Nee, wir haben gesagt, wer stirbt. Also wir sind ein Team. Matteo hat mich eh schon ein paar Mal sterben lassen fast. Nein! Ich bin extra mit in den Nether sogar gekommen. Also da kannst du mir jetzt nichts sagen. Ich esse so lange eine vegane Frikadelle. Was machst du da? Ich mach den Kopf ab. Oh, wie kannst du mit einem Messer einen Kopf abschneiden? Brich den doch ab. Nee, da ist ja kein Arsch. Das ist kein, oder? Hä? Ah doch, das ist richtig, oder was? Ja, das sind jetzt hier... Das ist, sagen wir das. Also nicht die Flügel, die isst du, ne? Hä? Du machst. Ah, ne, Kopf und Flügel ab. Und Flügel. Okay. Das ist doch ein Arsch, der ist doch gut. Ja. Wieso nur einer? Weil der gestorben ist. Chat, versuch mich da jetzt nicht reinzureden. Nee. Das ist ein Arsch. So. Hier sind noch Flügel dran. Matteo muss solidarisch mitessen. Alter, ihr wisst nicht, wie eklig die schmecken. Ich auch noch nicht. Ach so, stimmt, das weiß er wirklich nicht. Nee.
Also ich würde eine probieren, nur um zu wissen, wie schlimm es nochmal war. Nee. Also die riechen ja super nussig. Super nussig? Ja, ja. Ja, viel Spaß dann beim Geschmack. So, ich esse mal eine Essig. So, was machst du denn? Der Flügel ab. Ja. Und den Kopf ab. Okay. So muss man die essen, Leon. Okay. Das gehört noch dazu. Nicht nur der Arsch, ne? Das muss dazu. Okay, aber wie soll ich das abkriegen? Ja, so wie ich es gemacht habe. Ja, aber das geht nicht überall. Ja, du brichst ja den halben Körper ab. Guck mal, das gehört dazu. Das ist alles. Das ist der Kopf! Ja, okay, das habe ich ja auch abgemacht. Das habe ich abgemacht? Ja, aber guck mal, das machst du so ab. Mal, das muss. Die sind so rausgekommen! Guck mal, was bei mir dran ist. Guck mal, hier, Chat, so sieht meins aus. Kann ich irgendwie 10 Ärsche essen? Das geht mit Gucci. 10 Ärsche? 10 Ärsche? Nein, aber das ist ja das hier vorne ist ja das Interessante. Ich esse mal den hier. Es schmeckt immer noch scheiße. Ich muss aber sagen, nicht so scheiße wie beim ersten Mal. Da habe ich mich langsam dran gewöhnt, aber es schmeckt immer noch scheiße. Immer wenn ich halt die Flügel abmache, geht halt der Rest, also geht der Arsch von dem Ding hier ab. Also. Mach mal nur die Flügel erstmal ab. Ja, wie denn? Greif mal da an, wo die. Ja, genau, so, sehr gut. Jetzt nur den Kopf, ganz vorne am Kopf, ganz vorne, weiter vorne, dass nur der Kopf abbricht. Genau so, Leon, genau so. Was ist denn? Das bleibt dabei. Denn? Innereien oder so. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier? 1, 2. Wir haben 2 ganze. 2, 4, 6 Ärsche. Beine hab ich dir gesagt. Beine gibt's keine. Du musst gut kauen, es gibt keine Beine übrigens. Okay, ich würde sagen. Okay, wärst du einverstanden damit, dass ich 2 ganze und 7 Ärsche. Mhm. Oder Chat, das ist fair. 2 ganze und 7 Ärsche ist da. Auf einmal oder nacheinander? Überlege ich mir gerade. Und Leon, ohne Scheiß, gut kauen, weil sonst bleibt es im Hals stecken. Du musst es gut durchkauen. Mir ist so schlecht gerade, ne? Mir ist einfach so schlecht. Ist okay, klingt fair. Klingt fair. Okay. Zeig dir mal in die Cam. Ob noch irgendwo Flügel oder sowas dran ist. Oh, ah, sehr gut lernen. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der siebte Arsch. Der siebte Arsch. Okay, Chat. Leon. Denk einfach dran, das ist sehr gesund. Mach mal die Kamera komplett zu. Ja. Ja. Jetzt. Sehr gesund, ja. Ist viel Protein. Ist gut für mich. Ohne Scheiß. Chat, ohne Scheiß. Das hat, Achtung, ist Gino noch da? 64 Gramm Protein pro 100 Gramm. Okay. Das hat dreimal so viel Protein wie Fleisch. Also das ist absolut sick. Guten Appetit, Leon. So schlecht. Da genießt aber einer. Gut kauen wirklich wegen den Dings, ne? Sehr gut, geschafft. Die Folge ist lecker. Du findest sie lecker? Besser als die Dinger vorgestern. Sind voll okay? Zweifelst an meinen Kochkünsten? Dann kannst du ja mit nach Hause nehmen und essen. Okay, geschafft. Leichter als gedacht. Wie im Porno, lol. So, damit haben wir es geschafft. Also, damit beginnt also nächstes Mal. Oh. Müssen wieder von vorne anfangen, Leon, ne? Ja. Ja, sag ich doch nicht. Ich sag doch, das schmeckt scheiße. Bam. Jetzt kurz kotzen, Chat, wir sehen uns. Mm.
Ekelhaft. Pfui. So Streaming als nächste Strafe. Ich habe echt überlegt, Chat, wenn ihr mir wieder... Also ihr schickt ja sowieso voll viele Sachen, ne? Obwohl, nee, ich will nicht nochmal so Streaming haben. Das habe ich schon mal probiert.